Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, unserem kleinen Wrestling-Talk zum Wochenende. Diesmal geht es um die größten Wrestling-Schocker, ganz im Sinne von Goldberg gegen Brock Lesnar von der Survivor Series. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und heute ist ein bisschen die Erkältungsedition, weil meine Nase ist dicht, ich habe meinen Tee hier neben mir stehen, aber ich hoffe, das ist trotzdem okay. Damit ihr nicht mein Gehuste und so allein ertragen müsst, habe ich noch zwei werte Kollegen an meiner Seite. Das wäre zum einen der Gamer-Flo Florian Merz. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, aber ich habe übrigens jetzt ein anderer Handle mittlerweile. Was? Ja. Was denn? FlorianMerz.de. Ah, verrückt. Sein eigenes Branding. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Hier. Demnächst Florian Merz T-Shirts, Becher und weiß ich nicht. Ja, das auch. Die Florian Merz Cardinals. Ist das nicht eine Footballmannschaft? Ja, ich sage einfach nur ja. Ihr habt ihn ja vielleicht schon gehört, die andere Leitung wird belegt von dem YouTuber Kai. Moin. Ist halt geil, dass du sagst, der YouTuber Kai, ich habe so seit 2 Monaten kein Video gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Du hast doch letztens doch deine Bravo-Dinger da gemacht, hallo? Ja, wie lange ist das her? Ich glaube, das ist wirklich schon 2 Monate her. Und deine FIFA-Sachen. Ich habe deine FIFA-Sachen angeguckt. Fand die ganz, wann kam FIFA raus? Keine Ahnung. September. Dann sagen wir einfach nur, der Kai ist da, mein Gott. Yeah. So, ja, ihr wisst ja, wir starten ja traditionell eigentlich unseren Wochenend-Podcast mit ein paar Fragen. Fragen könnt ihr uns schicken an fragen@headlock.de oder einfach bei Facebook vorbeischauen. Bei Facebook vorbei hat nämlich auch der Lukas geschaut und der hat uns da eine Frage geschrieben. Aber das Problem ist, das sind so typische David-Fragen gewesen. Der hat gefragt, wie die amerikanischen Ratings zustande gekommen sind und natürlich haben wir auch noch eine andere Frage bekommen, was wir vom Tweener Shinsuke Nakamura halten. Fragen schieben wir ein bisschen auf, bis der David wieder im Podcast ist. Das wird dann nächste Woche sein. Das werden wir dann diskutieren. wir haben auf jeden Fall eine riesig lange Mail bekommen vom Dominik, alias The Pig Must Die. Und er hat uns wirklich eine ganz große Mail geschrieben mit ganz vielen Anmerkungen zur Survivor Series, zu 205 und ich weiß nicht was alles. Und da gehe ich jetzt einfach mal ein paar Fragen durch. Eine Frage beantworten wir dann auch noch nächste Woche. Das ist alles nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Auf jeden Fall, die erste Frage heißt, auch jetzt Bezug auf die Survivor Series und Goldbergs dominanten Sieg dort. Wer soll Goldberg nach WWE-Logik beim Royal Rumble schlagen können? Tja, das ist ja so die allgemeine Frage, die wir uns auch bei Brock Lesnar gestellt haben. Da haben wir die Antwort bekommen und jetzt geht's mal andersrum. Kai, was denkst du denn, wie wird sich WWE aus der Goldberg-Affäre rausziehen? Also, soweit ich weiß, sind ja beide, also Lesnar und Goldberg, im Rumble drin, oder? Also Goldberg offiziell, Lesnar noch nicht, oder? Okay, also ja, also aber wird ja gerüchtet, dass er da auch dabei ist. Gut, im Rumble ist sowas, also einfacher als jetzt im normalen Match, denke ich mal. Du kannst ja, also irgendwie beide brawlen sich, fliegen zusammen raus oder sowas, da gibt es ja immer mehr Sachen. Oder Lesnar schmeißt ihn raus, dann wird Lesnar von irgendjemand anders rausgeworfen. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Also, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Lesnar Goldberg rausschmeißt und dann Lesnar von, keine Ahnung, vielleicht 3 anderen Leuten rausgeschmissen wird oder sowas. Ja, ich könnte mir da auch vorstellen, dass die beiden sich irgendwie ineinander verkeilen und dann aus der Wut heraus zusammen übers oberste Seil fliegen. Ja, also halt irgendwie sowas. Ich glaube halt nicht, dass Lesnar im Rumble selber ist. Das ist so mein Ding. Ich glaube, das habe ich auch letztens schon mal in unserem Headlock-Facebook-Chat so ein bisschen geschrieben. Ich glaube halt, dass man da die Geschichte sich wiederholen lässt. Und zwar, dass Goldberg im Rumble ist und Lesnar Goldberg eliminieren wird. Genau, und dann eingreift. Das ist nämlich, glaube ich, 2004, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue, beim Rumble passiert. Da war Lesnar im Rumble und dann kam Goldberg raus. Ist jetzt nur eine Vermutung, das wäre so, wie ich das machen würde. Flo, was ist deine Variante da? Meine Standardantwort bei solchen Sachen ist immer die Allzweckwaffe John Cena. aber ansonsten kann ich mir das auch so vorstellen, wie halt jetzt auch mal tatsächlich bei Cena zu bleiben, wie er es mit Batista zum Beispiel gemacht hat, wo die zwei dann am Schluss rausgefallen sind, aber halt jetzt nicht am Ende, sondern dass Goldberg und Lesnar sich halt gleichzeitig eliminieren und dann halt daraus nochmal ein Match zwischen den beiden resultiert. Oder Lesnar bleibt halt nicht oder wird nicht Teil des Rumbles, sondern kommt halt rein, interveniert und macht halt F5 mit Goldberg auf dem Apron zum Beispiel oder weiß was ich was. So kann ich mir das vorstellen. Ja, das sind auch so die beiden Möglichkeiten, die ich da sehe. Kai, du wolltest schon mal sagen, dazu sagen? Genau, ich muss nur schon mal sagen, wenn Goldberg den Rumble gewinnt, ne? Nein, nein. Also, was ich nicht glaube, dann werde ich bei Headlock einen 7-stündigen Monolog halten,
wie behindert das ist, dass die letzten 3, 4 Rumbles komplett scheiße vorhersehbar waren. Ich habe schon so keinen Bock, dass der überhaupt im Rumble drin ist. Guck mal, du hattest Batista, war klar, dass der gewinnt. Dann hast du Roman, das war klar. Dann hast du Triple H, das war klar. Und wenn es noch Goldberg kommt, ey, ich liebe den Rumble und bitte nicht wieder so eine vorhersehbare Scheiße. Das ist beim so Rumble letztes Jahr war das Einzige, was nicht vorhersehbar war, tatsächlich, dass Ambrose die letzte Nummer gewesen ist, die rausgeflogen ist vor Triple H. Hätte ich eigentlich gedacht, dass es dann zu Reigns bleibt, aber das fand ich ganz cool, dass Ambrose am Ring geblieben ist. Ja, aber also ich habe echt keinen Bock da drauf. Ich fand die letzten Rumble ohnehin relativ schwach, aber wir werden auch im Zuge des Royal Rumble wieder eine große Berichterstattung machen, ähnlich wie jetzt bei Survivor Series, sprich nochmal Geschichte und beste Matches und Enttäuschungen und all sowas. Da denke ich mal, können wir da nochmal groß drauf eingehen. Ist ja, bitte? Es ist ja tatsächlich mein absolutes Lieblings-Pay-Per-View. Oh ja. Das habe ich tatsächlich sogar schon geschaut, als ich noch kein Wrestling wirklich aktiv verfolgt habe. Ich liebe, das ist auch sowas, wenn ich krank zu Hause im Bett liege, mache ich mir das Network an, schmeiß mir ein Royal Rumble rein und gucke mir einfach mal so diese Dinge an. Und noch beschissener, das muss man einfach sagen, ich bin ja ein Fan von WWE 2K17 oder beziehungsweise grundsätzlich der Spiele. Wenn ich wirklich was zu essen habe und ich habe keinen Bock, mir was anzugucken, mache ich ein Royal Rumble-Match mit 30 KI-Gegnern und hoffe, dass am Schluss irgendjemand gewinnt, den ich ausgewählt habe. Wieso ja. Auch nicht? Habt ihr von dem Gerücht gehört? Also, was heißt Gerücht? Aber ich finde die Idee einfach mega geil, dass bei Royal Rumble als Nummer 10 Ty Dillinger reinkommen würde. Ich würde das mega abfeiern. Ja. Weil ich liebe diesen Ten-Chant. Also da habe ich mich auch ein bisschen vertan. Der Dominik hatte auch geschrieben, dass ich ja irgendwie geglaubt hätte, dass Ty Dillinger anscheinend nicht bei einer Mainstream-Crowd ankommen würde. Und dieser Ten-Chant war ja auch bei der Survivor Series mega over. Also, ich meine, der wurde ja am laufenden Band gechantet. Aber da waren vielleicht auch viele, die bei NXT waren, ne? Also hast du ja gesehen, so an der Crowd. Das stimmt, aber vielleicht ist es halt auch wirklich das, was David mal letztens angemerkt hat, dieses Ding, dass Leute einfach gerne einfache Sachen chanten. Egal, ob es jetzt Yes, No, What oder sonst irgendwas ist. Und ja, da fällt halt Ten eben auch irgendwie rein. Einsilbige Sachen mit einer Handbewegung kommen halt irgendwie gut. Und das ja nicht nur im Wrestling. Yes. Okay. So, danke schön. Kurze Überleitung zu NXT. Dominik fragt mich auch, wie wir zum NXT-Stable Sanity stehen. Er findet sie ziemlich bekloppt, obwohl er Alexander Wolf, also Axel Tischer, eigentlich ganz gern mag. Findet ihr die, oder beziehungsweise habt ihr das mitbekommen diese Woche? Die hatten jetzt ja zum ersten Mal den ersten großen Auftritt, auch mit Eric Young, wo er dann auch ein bisschen reden durfte. Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das Theme? Und was ist eure allgemeine Meinung zu diesem Stable? Also ich als ausgewiesener professioneller Auskenner möchte einfach das Wort an Kai übergeben. Ich als professioneller NXT-Nicht-Gucker, der immer nur Takeover guckt, möchte das Wort an Olaf weitergeben. Ja, wir hatten das ja schon mal irgendwie, das war ja eine super Fragenbeantwortung hier. Nein, wir hatten das ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, als Sanity da ja irgendwie debütiert ist. Ich finde die Konstellation von dem Stable eigentlich ganz interessant. Also du hast halt eben Sawyer Fulton und Alexander Wolf als Tag-Team dabei. Nikki Cross als Dame, die in Damen-Division mitmischen kann und Eric Young halt eben als Sprachrohr und auch zugleich als jemanden, der dann in den höheren Regionen, also sprich im Main-Event mitmischen könnte. Das gefällt mir erstmal ziemlich gut. Ich finde die Musik im Gegensatz zum Dominik super geil. Ich finde diesen Auftritt Hammer. Also ich finde, da haben sie wieder genau diesen Punkt getroffen. Also diese Anarcho-Gruppierung, die dann da reinkommt, maskiert mit irgendwelchen Mundschutz und Brille und keine Ahnung was. Ich finde das total cool. Beim Overacting, das kann ich verstehen. Also ich finde auch, dass Axel Tischer mit seinen Metal-Mosh-Bewegungen da, das finde ich ein bisschen sehr viel. Auch mit den Grimassen, das ist schon ein bisschen übertrieben. Muss man mal abwarten, ob man das nicht ein bisschen zurückschraubt. Also das fand ich auch so grenzwertig, sagen wir es mal so. Aber ich hoffe einfach, dass das am Anfang jetzt noch so ein bisschen mehr nach außen getragen wird, um das vielleicht hinterher so ein bisschen runterzuschrauben. Also die ganze Zeit nur da den total Bekloppten zu spielen, fände ich auch auf Dauer ein bisschen anstrengend. Aber so für den Moment, ich finde den Stable sehr interessant und bin vor allem mal gespannt drauf, wie sich das entwickelt und ob sie da wirklich eine dominante Gruppierung innerhalb von NXT wirklich mal etablieren können, weil das haben wir ja bei NXT eigentlich eher seltener gehabt. Die Wyatts waren doch dominant bei NXT. Genau, aber das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Also ja, in der jüngeren Vergangenheit, also ich meine, da gibt es eigentlich auch aufgrund der Größe des Kaders natürlich, gibt es ja relativ selten Gruppierungen. Meistens sind das ja höchstens Tag-Teams und so haben wir immerhin 4 Leute auf einmal. Und ich sag's auch nochmal, das hat auch der Kollege Christian Michael Jacobi ja von der WXW in seinem Ask CMJ Videocast erzählt, dass eigentlich gerade jemand wie Axel Tischer, der ja
ja, jetzt kein ausgewiesener Redner ist, das war er auf Deutsch jetzt nicht wirklich und ist er vermutlich auf Englisch noch viel weniger, dass dem das gut tut in der Rolle, die er gerade ist. Also der darf da seinen Verrückten spielen, der lässt jemand anders für sich reden und ist notfalls noch im Tag-Team und hat noch jemand anders, den er vorschicken kann. Also ich glaube, dass das zumindest so als Einstieg für die neuen Leute, die jetzt da drin sind, echt gut ist. Ja, aber Dominik hat auch gefragt, was sind denn unsere Lieblingsstables? Und da können jetzt ja wieder alle mitreden, nicht nur die Leute, die NXT gucken, sondern auch die Leute, die sich einfach gerne Wrestling anschauen. Dann fange ich doch mal mit Flo an. Lieblingsstable. Ich habe drei tatsächlich. Ich kann mich da nicht so entscheiden. DX finde ich super. Ja. NWO, die Ursprungsversion. Und natürlich One and Only Shield. Shield, nicht Schild. Schild. Die Schildbrüder, ja. Ja, Kai. Ja, bei mir ist auch natürlich The Shield, was sonst. Ganz simpel. Und ich habe nur zwei. Und natürlich kommt wieder ein bisschen der Fanboy durch. Straight Edge Society, weil ich liebe CM Punk. Das war nicht mal geil, aber ich liebe CM Punk einfach. Okay. Ich fand die irgendwie komisch. Ja, bei D-Generation X so, muss ich euch ganz kurz fragen. Ist es ja, ich die alte D-Generation X? Ja, aber ist die alte D-Generation X cooler oder die... Also die alte im Sinne von 96, 97 oder die neue, die sie dann nochmal jetzt hier in den 2000ern wieder aufgelebt haben? Die neue wegen Hornswoggle. die originale wegen dem Monday Night Wars fand ich das ziemlich lustig. Ich fand es halt auch damals einfach, also bei mir ist es auch so, also ich fand die originale Zusammensetzung mit Triple H, Shawn Michaels und Shiner ist für mich halt immer noch die DX, die halt geil ist. Also ja, aber komm, ganz ehrlich, später mit 1-2-3-Kid und so fand ich es auch noch ziemlich lustig, wo sie dann einfach mit diesem Wagen einfach vor die Halle von der WCW gefahren sind. Das war doch auch lustig. Also das war auch lustig, das ist aber nicht der 1-2-3-Kid, sondern natürlich X-Pac. X-Pac, ich meine, das ist schon ein bisschen länger her mit dem 1-2-3-Kid. Nee, aber klar, das war auch lustig, aber ich fand diese Anfangsphase, weil da hat man halt einfach gemerkt, wie geil die Chemie zwischen Shawn Michaels und Triple H gewesen ist. Also, weißt du, wenn die dann da im Ring sitzen und Poker spielen und diese ganzen schlimmen Anspielungen und ach, auch diese Ich habe New Day vergessen. Ich finde New Day geil. Ach Gott, okay. Die sind so zum. Die gehen mir so. Nein. Das ist. Nein. Doch. Nein. Wenn man die aktuellen Stables nimmt, dann kann man ja, New Day gar nicht nehmen. Ja, gerade ist nicht geil, aber trotzdem. New Day, Alter, geile Typen. Also, ich sag nochmal meine. Also, ich würde da. Ich kann mich da auch echt schwer festlegen. Also, die originale DX gehört auf jeden Fall auch dazu. Die originale NWO auch. Also, wirklich die, bevor es 70.000 Leute waren, du B, ja, C, D, halt, ja. Genau. Die gehört auf jeden Fall mit dazu, weil das ist ja auch jetzt nichts Neues. Was ich auch ganz gern mochte, war aus der ECW die Triple Threat mit Shane Douglas, Bam Bam Bigelow und Chris Candido. Ja, also da gibt's halt einige, doch die da in Frage kommen. Weil Straight Edge Society gehört für mich jetzt nicht unbedingt dazu, weil ich fand, da hätte man viel mehr draus machen können. Das war so ein bisschen vertane Chance. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind die, so, die X und NWO, sind, glaube ich, so die Klassiker, bei denen man nicht falsch liegen kann. Ja gut, du darfst dann auch die Revolution nicht vergessen und Ministry Corporated und so Zeug. Evolution, auch noch. Evolution, also, ja. Revolution, was wir noch sagen müssen, gab's woanders. Damit wir nicht auf offener Straße abgestochen werden. Bullet Club. Ja. Also nicht The Club, sondern den Bullet Club. Bin ich zu unbewandert, tatsächlich. Ich habe nie wirklich Japan-Matches gesehen und so. Ja, das ist das Einzige, was mich interessiert aus dieser Indie-Szene. Großteil. Da kann ich natürlich dann noch als alter WXW-Mensch sagen, Team Ringkampf for the rescue und so. Team Ringkampf, das war so typisch deutsch. Ja. Team Ringkampf ist super. ist so eine Machine. So, nächste Frage. Wir haben nicht noch eine hier. Und zwar, das betrifft unseren Lieblingsjobber James Ellsworth. Und zwar, der bekommt ja momentan unglaublich viel Screentime. Und der Dominik hat auch seinen Auftritt bei der Survivor Series ganz gut gefallen. Die Frage, die er sich jetzt nun stellt, ist aber, wie lange kann man darauf noch herumreiten? Und wann sollte man das Ganze vielleicht besser auflösen? Also, der Flo hat mir diese Woche schon begeisterte Mails geschrieben, wie geil denn das Smackdown diese Woche war und wie lustig. Flo, sollte man das jemals auflösen oder willst du James Ellsworth forever haben? Also ich finde James Ellsworth finde ich ein cooler Typ, aber man kann ihn nicht so die ganze Zeit reiten, wie es, wie heißt denn der eine Charakter, der bei Wrestling früher war, der auch so irgendwie lustig war, der sogar einen Titel gehalten hat mit der Zocke. Santino Marella. Genau, dass man es irgendwann, man kann es irgendwann nicht mehr ausschlachten, es geht einfach nicht, der Typ ist dafür cool und ich finde, er funktioniert halt momentan auch ziemlich gut mit Dean Ambrose zusammen, weil du merkst halt, dass Ambrose irgendwie so ein bisschen wirklich komplett wieder aufgeht in dieser, hey, ich bin jetzt total verrückt, aber ich muss dem Typen einfach helfen, weil ich konnte ihn zwar nicht leiden, aber jetzt ist er halt ein cooler Typ so, dass er halt ein bisschen drauf aufgeht.
drin aufgeht. Ich finde aber tatsächlich, dass man hat ja gesehen, jetzt zum Beispiel bei SmackDown diese Woche, wie er halt natürlich ein Sweet Chin Music an AJ Styles performt hat, dass der Typ ja auch wresteln kann. Und er hat ja tatsächlich auch in einigen Indie-Ligen auch schon einen Titel gehalten und sowas. Ich finde tatsächlich, dass man ihn jetzt irgendwie noch so ein bisschen schwach darstellen kann, aber dass er halt immer mehr so ein bisschen aus sich rauskommt. Das war ja auch tatsächlich das Thema von dieser SmackDown-Sendung, dass er halt sagt, okay, er hätte eigentlich von Shane einen Vertrag bekommen, aber er hat gesagt, nee, ey, ganz ehrlich, Styles hat recht, der Typ hat mehr Talent als ich in meinem ganzen Körper, in seinem kleinen Finger, und er will trotzdem jetzt für diesen Contract ein Letters-Match gegen Styles machen. Klar, Ambrose interveniert, aber trotzdem finde ich, zeigt das, dass der Typ halt auch wirklich auf eine Straße gebracht werden kann, wo er sagt, okay, er mag vielleicht kein, er kann Undercarder, maximal Midcarder werden, aber ich finde, dass man ihn wirklich auch auf eine Richtung, in eine Richtung schicken kann, wo er halt auch unabhängig von seinem, oh, ja, ich bin so klein und schmächtig Gimmick irgendwie platzieren kann. Kai. James Ellsworth fing ganz geil an. So. Also, das war schon ganz witzig auch. Also, ich meine, zuerst so die Smackdown-Sachen. Lassen wir jetzt was mit Braun Strowman weg. Das war schon ganz cool und auch ein bisschen hier geholfen. Und ja, der erste Sieg gegen AJ Styles, das war schon, das war echt cool. Der zweite, ja, kann man machen. Und jetzt beim dritten können wir mal kurz loben, wie krass, also wie schwer muss das denn gewesen sein, dass AJ von dem Seil fällt und seinen Fuß da so in die Ja. Hirnseile kriegt. Also, das muss. Wie schwer muss das bitte gewesen sein, dass das klappt? Und es ist halt trotzdem so, dass dann einfach ein Typ, der jetzt klar, also kann sicherlich wresteln, sonst wäre er halt kein Wrestler, ne? Aber es ist halt trotzdem so, dass ein Typ, der jetzt nicht so sonderlich geil ist, drei Siege gegen AJ Styles hat. Und das finde ich eigentlich an sich nicht so cool. Klar, du kannst sagen, ja, der ist ja ein Heel und dann ist das so ein bisschen, wie das dargestellt wird, weil Dean Ambrose ist ja auch immer dabei. Aber trotzdem finde ich, lässt das AJ Styles komplett scheiße dastehen. Und deswegen habe ich auch keinen Bock mehr, dass Ellsworth im Main Event ist. So, also, weil du weißt einfach die Fehde, da kommt vielleicht irgendwann Ellsworth und schließt sich dann AJ Styles an und denkst dir, ja, okay, aber ich will den einfach nicht im Main Event sehen. Also, war ganz lustig, aber jetzt reicht auch mal wieder. Ja, da sind sich auch die Leute ein bisschen ja, uneinig drüber, ob AJ Styles unter dem Eingreifen von James Ellsworth wirklich leidet oder ob das halt wirklich der Fehde gut tut. Die einen sagen natürlich genau das, was du gerade gemeint hast, Kai. Ja, das schadet AJ Styles massiv in der Darstellung. Und andere sagen wiederum, nee, das ist eigentlich okay, weil es hier der Storyline dient. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass AJ Styles dadurch Wunder wie leidet und dass irgendwie sein Standing dadurch negativ beeinflusst wird. Aber ich bin auch der Meinung, dass man da sagen muss, irgendwann, komm, James, es war schön mit dir, aber wir müssen dich jetzt mal von Ambrose und Styles irgendwie mal ein bisschen lösen und dass du da deine eigenen Wege gehst. Und dann muss man mal abwarten, wie das funktioniert. Der wird aufgrund seiner Statur und seiner gesamten Art auf ewig einen Underdog-Gimmick haben. Das kannst du über ein Jahr oder zwei ziehen. Ich weiß nicht, wie lange das funktioniert. Also, ich will es auch nicht auf ewig sehen. Also von mir aus dann noch irgendwie, wie wir gerade schon gesagt haben, so ein Turn gegen Ambrose und zu Styles fände ich okay. Dann hast du irgendwie hier AJ Styles und seinen kleinen hier Punching Ball, der wahrscheinlich die ganze Zeit einen draufkriegt von ihm. Das kann auch witzig werden. Aber irgendwann ist dann auch gut. Also ich will das nicht länger als ein halbes Jahr, ein Jahr sehen. Also ich Oh glaube Gott, dann. nein, bitte nicht mehr, so Ja, lange. J&J Security Reloaded. Ja, aber die waren halt viel, 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 viel besser. Ja, Naja. und die haben auch viel, viel mehr Ausstrahlung. Also ich glaube halt, dass James Ellsworth ist echt so ein Phänomen des Internets halt auch. Das funktioniert Ja. halt ein bisschen, aber das wird auch genauso schnell wieder weg sein. Und dann werden wir halt mal schauen, wie lange es tatsächlich dauert. Also ich denke halt schon, dass wir die noch bis nach WrestleMania und noch ein bisschen länger vielleicht sogar noch zu sehen bekommen. Also bitte komm ganz ehrlich, dann kannst du genauso Rhino und Heath Slater genauso reinnehmen. Das ist ja auch so ein. Der hätte auch keiner gedacht, dass die so gut ankommen. Also. Aber Rhino und Heath Slater sind gute Wrestler und haben auch irgendwie, sehen Ja. auch aus wie Wrestler und Ja. die haben auch einen Charakter. Gerade, ich finde gerade Heath Slater ist ein echt charismatischer Typ, der Der vernünftig kann auch reden mega kann. gut, wollte ich gerade sagen, der kann mega gut reden. Eben. Ja, du, Und ich mag Rhino Rhino ist auch halt einfach total ein gerne. Biest. Also ich finde Rhino im Ring noch immer beeindruckend. Der gehörte noch zu ECW-Zeiten zu meinen absoluten Favorites. Und das sind gute Wrestler, die auch, wie gesagt, auch nach Wrestler aussehen. Und die brauchen auch. Das ist das. Ich finde den Vergleich, der hinkt halt arg. Ich Also nick, ich Rhino. nick, ich nicke dir gerade zustimmend zu. Okay. Ja, aber wir werden sehen. Also ich gehe davon aus, dass wir James Ellsworth noch ein halbes bis ein komplettes Jahr da sehen werden und dann kann er langsam wieder, weiß ich nicht, dann darf der vielleicht mehr Charity machen oder sonst irgendwas. Ich meine, das ist ja auch eine coole Sache eigentlich, weil du kannst daraus natürlich auch jemanden einen neuen Weg geben, den er vielleicht vorher gar nicht gesehen hätte. Wer weiß,
Steck den in die Jahr ins Gym und dann packen wir so eine Cruiserweights. Fertig. Ah, ja. Nee, das glaube ich nicht. Da ist er nicht der Typ für. Da ist er nicht der Typ für. Und dafür, so Cruiserweights, das lernst du halt auch nicht so fix. Und was soll er dann auf einmal für ein Gimmick haben? Soll er dann auf einmal der Cruiserweight-Underdog sein? So? Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie sein Stil ist, weil ich habe ihn noch nie wrestlen sehen. Also wirklich ein richtiges Match. Der wrestelt einen relativ erdigen. Nein, so ein Heavyweight-Style halt eigentlich. Also, der hat nichts Spektakuläres mit dabei, sondern halt eher ein grundlegender, guter Techniker mit ein bisschen Brawling-Elementen. Aber mehr ist es halt nicht. Ja, aber wir werden sehen. Also, ich glaube, wir werden noch ein bisschen was von ihm haben und es wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo auch die Crowd gegen ihn turnen wird. Davon kann man, glaube ich, ausgehen, weil es immer bei diesen Underdog-Gimmicks ist immer der Fall. Irgendwann hat die Crowd halt genug und dann gibt es erst ein bisschen Buhrufe und dann gibt es ein bisschen mehr und dann irgendwann kriegt WWE Panik und feuerten oder schickten sonst wohin. Hm. Ja, aber dann sind wir oder gibt ihm den United States Champion Belt. Von Roman Reigns oder was? Nein, ich meine, das war gerade auf Roman Reigns bezogen. Achso, ja, oder so. Aber damit sind wir dann auch durch mit den Fragen vom Dominik. Der ist nächste Woche bei der WXW in Hamburg, wegen uns und wahrscheinlich am meisten wegen mir. Ich hoffe, ich hoffe, er hat Spaß da. Wünscht auf jeden Fall da echt viel Freude. Also mit Damek gegen Axel Dieter Junior im großen Rematch hatte da auf jeden Fall schon mal einen Kampf, auf den man sich freuen kann. Waren die nicht mal ein Tag-Team? Die waren mal Hot and Spicy. Genau, Hot and Spicy. Und das ist schon länger her. Die haben sich aufgelöst. Axel Dieter Junior ist jetzt Teil von Team Ringkampf zusammen mit Walter und Timothy Thatcher. Hey, nichts gegen Team Ringkampf. Nein, der Name ist halt der so. Der Name ist aber mega kacke, Alter. Ist nee, so ist er nicht. Kannst du genauso irgendwie so Panzerbrigade in den Ring stellen oder sowas? Nicht böse daran, weil ihr, das liegt nur daran, weil ihr keine Ahnung habt. Hey, ich war sogar mit dir schon da und hab Hot and Spicy noch in Aktion erlebt. Ja, da einmal. Da ist das Salz bei Olaf. Erwartet es. Ist gerade in Salzminen gegangen einmal. Ja, also wie gesagt, Dominik, viel Spaß bei der WXW in Hamburg. Das sollte gut werden. Dann lass uns doch jetzt mal zum Thema kommen. Wir waren ja alle so ein bisschen konsterniert und geschockt über die Survivor Series und über den Ausgang vom Main Event. 85, 86 Sekunden hat es gedauert, bis Goldberg Brock Lesnar zerlegt hat. Ja, wir sind alle noch ein bisschen schockiert, um dieses schöne Wort da irgendwie aufzugreifen. Und deswegen sprechen wir heute auch über die größten Schocker im Wrestling, nämlich alles, was irgendwie Schlagzeilen gemacht hat. Also ich habe mal das hier von überraschenden Matchenden über Titelwechsel, über Debüts und was weiß ich was alles. Hat, glaube ich, jeder so seine eigenen Momente, die man da aufgreifen könnte. Und wir haben gerade eben schon so ein bisschen besprochen, um so eine kleine Chronologie da reinzukriegen. Und ich glaube, da ist der Flo ganz vorne mit dabei mit einem Fakt, den habe noch nicht mal ich miterlebt. Ja, das ist halt aus dem Jahr 1971. Das ist halt natürlich genau meine Zeit. Da kenne ich mich bestens aus. Und zwar ist es noch zu Zeiten der WWWF, also es ist noch lange vor der WWF sogar. Und da ging es darum, dass man den All-Time-Favorite oder eigentlich der typische Champion, der eigentlich die längste Zeit den Titel gehalten hat, Bruno Sammartino, hat tatsächlich gegen Ivan Koloff in einem Match den Titel verloren. Und das nach 7,5 Jahren. Das fand ich so krass. Ich habe mir das tatsächlich nochmal angeguckt auf YouTube. Da kann man sich dieses Match angucken. Es geht nicht mal lange. Es sind, glaube ich, irgendwie 8 Minuten oder sowas nur, wenn man überlegt. Und Ivan Koloff pinnt halt Sammartino und du hörst halt fast nichts. Die komplette Halle ist fast leer. Der Kommentator muss halt so halbwegs ins Mikro brüllen, damit halt irgendwie noch ein bisschen Stimmung aufkommt. Aber das ist halt schon krass, wenn du halt überlegst, was das für ein Ausgang so hatte, so 7,5 Jahre, da hältst du den Titel und verlierst ihn dann einfach mal. Und das Krasse ist ja, dass Koloff dann 21 Tage später den Titel verloren hat gegen Pedro, der dann halt auch so wie Bruno Sammartino und Babyface gewesen ist, nur dass halt er den Titel bekommt, ohne dass sich beide treffen müssen. Pedro Morales. Halt, genau. Und fand ich schon ziemlich, also rückblickend betrachtet, kann ich da nicht großartig viel dazu sagen, aber so für die Industrie muss es bestimmt schon so ein richtiger Shake gewesen sein. Ja, es gibt ja immer wieder diese langen, gerade in der Vergangenheit, diese langen Titelregentschaften. Also muss auch mal Bob Backlund oder so sehen, der dann ja auch irgendwie fast 6 Jahre den Titel gehalten hat, ehe er ihn dann an den Iron Sheik verloren hat. Das war ja damals gar nicht so unüblich, dass die Titel wurden halt weniger verteidigt und dadurch waren die Titelregentschaften auch länger. Hogan hat ja auch den Titel ewig lang gehalten, bevor es dann in die 90er ging. Und damit würde ich auch mal sagen, da machen wir gerade mal den kleinen Sprung. Also ich würde da zum Beispiel bei den Schockern, also sprichwörtlich ein Schocker, WrestleMania 3, Hogan gegen Andre the Giant und der Bodyslam, der um die Welt ging. auch wenn man aus heutiger Sicht weiß, dass
ja, Hogan nicht der Erste war, der Andre the Giant geslammt hat, weil das war ja ein paar Monate vorher, war es ja auch unter anderem Harley Race und er ist auch in Mexiko ein paar Mal geslammt worden. Trotzdem war das halt eben auf dieser Bühne und auch gerade im Hintergrund, wie lange Andre the Giant ungeschlagen war, war das halt eben da wirklich ein monumentales Ereignis und das auch WrestleMania 3 und WrestleMania im Allgemeinen natürlich nochmal geprägt hat und auch überall Schlagzeilen gemacht hat. Ich habe letztens dann noch mal einen Doku zugesehen und da gab es dann wirklich dann die Bilder, die wirklich dann um die Welt gegangen sind, auf Magazin-Covers. Damals gab es ja noch Magazine, Wrestling-Magazine, heute gibt es ja davon nicht mehr so viele. Aber das war halt dann schon ein dickes Ding. Und, wortwörtlich. Genau, ja, und schlussendlich würde ich dann da auch infolgedessen, gerade bei WWE, diese Hogan-Era, die Explosion der Mega-Powers, also von Hogan und Randy Savage würde ich da noch mit reinnehmen, weil das ja auch so ein Dream-Team war zu damaligen Zeiten, dass dann der Macho Man dann in den Jahren darauf gegen Hogan geturnt ist, die dann auch auf ewig irgendwie miteinander verbunden waren. Also wenn man sich mal diese Konstellation Hogan und Savage ansieht, das hat sich ja hinterher noch bis in die WCW und in die NWO reingezogen, weil diese Konstellation halt so gestimmt hat und weil da so eine Magie zwischen den beiden geherrscht hat und dass dann auch gerade gegen Ende nicht mehr nur die guten Kämpfe bei rausgekommen sind, sei jetzt mal so dahingestellt. Aber ich denke, dass gerade in den 90ern waren das, oder Ende der 80er, waren das halt eben auch Fäden, die, ja, nicht nur das Wrestling, sondern auch allgemein so in der Medienlandschaft da sich sehr breit gemacht haben. Also mein erst Miss Elizabeth dann auch noch. Genau, die gehört auch noch mit dazu. Also dann habe ich hier noch einen persönlichen Schocker von mir, also aus dem Jahr 91. Und das war, Kai wurde geboren. Nee, ist das so? Ist 4 Jahre später. Da habe ich halt ganz früh angefangen, Wrestling zu schauen. Und das war im Vorfeld von WrestleMania 7. Und damals gab es dann so Segmente, gab es das als Segment den Funeral Parlor. Den kennt man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Was sind das? Ja, siehste. Das war so eine Art, ja, wie das Cutting Edge oder wie heißt denn hier, das Highlight Reel von Chris oder Jericho. Piper's Pit. Oder Piper's Pit, genau. Barbershop oder wie das da hieß. Genau, das war halt so ein typisches Talk-Segment, was die halt in den Shows damals hatten, nur dann eben Funeral Parlor, das heißt, das ist ja von Paul Bearer. Da wurde dann halt so eine Art, wie nennt man das denn, so ein, wie nennt man die Teile, Begräbnisinstitut? Nein, wie heißen die denn? Bestattungsinstitut. Bestattungsinstitut, ja, wurde halt ein Grab aufgestellt und Kränze und all sowas. Und da kamen dann eben Wrestler und mussten sich dann von Paul Bearer beschimpfen lassen. Und meistens endet das in irgendeinem Beatdown durch den Undertaker. Warum? Warum nicht? Weil es halt damals ging. Und weil die Aura vom Undertaker halt auch da so funktioniert hat. Ne? Der war halt da der Totengräber noch viel mehr, als es heute eben ist. Aber damals, es gab halt dieses Segment zum einen mit Hulk Hogan auch, da wo Hulk Hogan hinterrücks von dem Undertaker niedergeschlagen worden ist mit der Urne und so. Das war schon schlimm genug, aber was ich halt richtig schlimm fand, war dann, dass das mit meinem damaligen Liebling, Ultimate Warrior, auch passiert ist. Und der Undertaker hat den Warrior in den Sarg gestopft. Ja, nee, und das war halt wirklich, also stell dir einen 10-jährigen Olaf vor, damals noch klein und unschuldig, oder 11, und der sieht dann halt, wie sein Held in den Sarg gestopft wird. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, weil der Warrior ja damals immer jemand war, der halt irgendwie aus allem rausgekommen ist und der mega stark und superheldenmäßig. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass der Warrior es irgendwie schafft, diesen scheiß Sarg aufzubrechen von innen. Und das ist aber nicht passiert, sondern da ist dann einfach mal WWE, ich meine, da nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, da ist WWE irgendwann in die Werbung gegangen und so 3 Minuten später haben sie dann gezeigt, wie der Warrior mit Gewalt aus diesem Sarg rausgeholt werden musste und dann eben da lag wie eine Leiche. Und das hat, das war ein Bild, was mich in meiner Kindheit schon sehr schockiert hat, um es mal so auszudrücken. Hm. Ja, also der Ultimate Warrior halbtot in einem Sarg. Ne? Das war schon nicht so schön. Gerade wenn man dann an solche späteren Szenen denkt, ich habe gerade Papa Shango und den Ultimate Warrior im Kopf, wo Papa Shango den Warrior verwunschen hat und so. Das war auch ganz schrecklich. Ich kenne auch diese Szene, wo er, glaube ich, gegen eine Schlange gekämpft hat. Der Warrior hat nie gegen eine Schlange gekämpft. Wer war das denn? Es gibt eine Szene, wo, das wollte ich auch noch mit aufnehmen eigentlich in die Liste, es gab ja die Fehde zwischen dem Macho Man und Jake the Snake Roberts. Und da Ach genau, war das Macho Man, okay. Und der hat auch nicht gegen die Schlange gekämpft, sondern da hat Jake Roberts den Macho Man attackiert, hat ihn danach in die Seile gefesselt und hat ihm dann eine Schlange an den Arm gesetzt und die Schlange hat sich dann in dem Arm verbissen. Stimmt. Nein, was ich eigentlich meinte, war so ein Krass, ist das einfach. Ja. Und die konnte nicht weg, die ist nicht weggegangen.
Die haben sie nicht rausbekommen. Genau, das ist halt auch sehr kinderfreundlich gewesen zu damaligen Zeiten, ne, wenn da die Kinder erst in der Reihe sitzen und sehen, wie dann so eine Schlange am Arm von Macho Man Randy Savage rumnagt. Ey, die Peter scharrt gerade schon mit den Hufen. Ja, also heutzutage kannst du was halt auch nicht mal bringen, aber andererseits, wenn du mal schaust, wie viele Tiere damals bei Wrestling-Veranstaltungen unterwegs waren, also egal, ob jetzt irgendwie hier Matilda von den British Bulldogs oder der Vogel von Coco Beware oder sonst irgendwas, Schlange von Jake the Snake Roberts, heute würde sowas nicht mehr gehen, damals war das noch gang und gäbe. Und ich kann mich noch an die Worte von Uli Fessler erinnern, die dann irgendwie geschrien hat, so nach dem Motto, ja, ist doch egal, was mit dem Macho Man passiert, stellt euch mal vor, wenn das Blut vom Macho Man auf diese arme Schlange trifft. Super, aber es war halt auch einfach ein Moment, wo man sich gefragt hat, so, muss Wrestling so weit gehen, dass da jemand von der Schlange gebissen wird? Ich weiß nicht. Fragwürdig. Ich glaube nicht. Ja, ach, so, aber bevor ich jetzt hier die ganze Zeit Monologe halte, Flo, hast du noch was Schönes? Ja, ich bin aber tatsächlich erst im Jahr 1996 dann schon wieder dran. Also da sind dann wieder eine große Diskrepanz. Und zwar möchte ich einfach mal einen Namen in den Raum werfen. The Click. Kennen wir doch alle, unsere Lieblingskumpels von nebenan. Und zwar ein ganz, 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 ganz großes und eigentlich auch beitragendes Ereignis, weil das auch später dann in Austin 316 mündet. Und zwar The Curtain Call. Ja, hat Wellen geschlagen. Das kennen wir ja alle. Und zwar müsst ihr mir jetzt auf die Sprünge helfen. Das war ja Shawn Michaels, Triple H und damals halt noch Hurst Hunter Hemsley. Nein, Hunter Hurst Hemsley. Ah, sowas, okay. Razor Ramon und Kevin Nash war es. Kevin Nash, ja. Kevin Nash. Genau. Genau. Und Three Kid war nicht dabei bei diesem Curtain Call, weil der verletzt war. Das weiß ich. Eigentlich waren die ja teilweise untereinander verfeindet, aber Kevin Nash und Razor Ramon, also sind ja eigentlich dann aus dem Unternehmen ausgeschieden, sagen wir es mal so. Und trotz bestehenden Fäden, haben die sich nach einem Match am Ende zusammengetan, in den Ring gestellt und sich umarmt und geknutscht und geknuddelt und was man halt so macht als Best Buddies. Und das war halt überhaupt nicht cool. Das war Kayfabe Break in der Zeit, wo man das nicht tut. Und dadurch ist es halt ein bisschen blöd gewesen für Vince, weil er meinte, er muss halt jetzt jemanden bestrafen dafür. Shawn Michaels war dann zu dem Zeitpunkt halt Champion, den war unantastbar. Razor Ramon und Kevin Nash waren ja nicht mehr da. Und ja, dann hat es halt Triple H erwischt. Und eigentlich sollte er zu diesem Jahr, also in diesem Jahr, den King of the Ring gewinnen. Aber dann kam halt so ein anderer Typ daher, so ein Glatzkopf. Genau, Steve Austin kam dann und schwupps war der... Ja, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn es diesen Curtain Call nicht gegeben hätte. Ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Butterfly-Effekt. Das ist ein richtig krasses Ding. Also wenn es den nicht gegeben hätte, dann gäbe es kein Austin 316, dann gäbe es die Fehde wahrscheinlich gegen McMahon nicht so, wie wir sie kennen. Also das ist, wenn du das ändern würdest, das würde wahrscheinlich komplett alle Stellschrauben innerhalb der WWE verändern bis heute. Wer weiß, wie dann der Ratingkampf gelaufen wäre. Ja. Dann wär's also, würden wir heute wahrscheinlich die WCW haben oder so. Das ist durchaus möglich, ja. Ich habe auch noch was aus dieser Region. Ich habe nämlich quasi die Begründung der originalen ECW. ECW erwuchs ja quasi aus dem Nährboden von Eastern Championship Wrestling. Zu der damaligen Zeit war es ja so, dass Paul Heyman da ja schon mit drin hing und so langsam seine Einflüsse halt geltend machen. Und er wollte halt aus diesem regionalen Eastern Championship Wrestling eine überregionale Promotion machen. Und das führte dann dazu, dass als Shane Douglas den NWA-Title, glaube ich, damals gegen Too Cold Scorpio gewonnen hat, dass Shane Douglas diesen wirklich etablierten Titel in den Müll geworfen hat. Also nicht in den Müll, aber er hat ihn auf den Boden geworfen, hat gesagt, ich nehme den nicht an, wir sind hier was anderes, wir scheißen auf alles, also er wirklich... das hat er wirklich so gesagt, er hat irgendwie so gemeint, so, ja, hier, das ist der Gürtel, der wird mit Ric Flair und Harley Race und wie sie nicht alle heißen, repräsentiert und die können mich alle mal und hat halt den Gürtel weggeworfen. Schon wieder. Das war nicht schon wieder, das war da damals wirklich was Neues. Sondern, war das der erste? Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es war halt, in dem Moment war es halt ein Skandal, weil eben die NWA damals so präsent noch war und so stark und da so eine Tradition hinterhing. Das war halt auch Mitte der 90er, das musst du dir halt vorstellen. Da steckte eine jahrzehntelange Tradition hinter und da kommt halt Shane Douglas und Paul Heyman und Co. kommen dann an und sagen, hier, die können uns alle mal und wir schmeißen das Ding einfach jetzt auf den Boden und vorbei ist. Ja, und damit wurde dann diese Gruppe von Rebellen eigentlich aus der Taufe gehoben, die wir dann hinterher als ECW kennengelernt haben. Und auch da, wenn es das nicht gegeben hätte, glaube ich auch nicht, dass das alles so, dass auch die Attitude Era wäre komplett anders gewesen. Ne? Also wir erinnern uns an King of the Ring
95, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wo wirklich laute ECW-Rufe es gegeben hat. Auch da, wenn die ECW nicht gewesen wäre, die ECW war so viel, so oft Vorbild für viele Gimmicks, die dann bei WWE oder auch bei WCW umgesetzt worden sind. Ne, wenn es damals nicht Paul Heyman und die ganzen Leute dahinter gegeben hätte, weiß man auch nicht, wie die Attitude Era ausgesehen hätte. Ob wir dann Austin als biertrinkenden Redneck gesehen hätten, so in Anlehnung an den Sandman, weiß man nicht. Hm. Ne? Also, ich habe noch, weil wir gerade bei 96 sind, 95, 96, muss man natürlich nehmen, den Bash at the Beach. Ja. Da ist natürlich gar nichts dran vorbei. Das folgt ja dann auf den Curtain Call. Sprich, die Gründung der NWO und davor oder zeitgleich eigentlich der Hulk Hogan's Heel Turn. Was ja wirklich damals eine Sensation war. Und vor allem, weil Hogan über so viele Jahre Babyface war und Top-Babyface und eigentlich immer nur der Eat Your Vitamins, Say Your Prayers and was war das andere? Go to the Gym? Ich weiß es nicht mehr. Der Held war. Nee, Alphabet. Ja, auch das. Und achtet drauf, wer euch beim Sex filmt. Das war, oh Gott! Ne? Nein, aber das war halt nicht wirklich schlecht. Damals. Das war nicht halt damals schlecht. Ein Paukenschlag, ne? Einfach als die NWO gegründet worden ist, das war auf einen Schlag, hat es der WCW geschafft, die Realität mit in die Storylines reinzubinden, hat dann mit diesem Heel-Turn einen wirklich larger-than-life-Character wieder zurückgebracht und zu neuem Leben erweckt. Absolut. Hogan war damals ja komplett durch eigentlich. Also, man erinnert sich noch an seine legendären Fäden davor bei der WCW gegen den Dungeon of Doom oder sonst irgendwas. Also, gegen die ganzen Comicfiguren. Ich möchte an dieser Stelle übrigens den wundervollen NWO-Podcast, den wir ja auch schon gemacht haben, an allen Zuhörern ans Herz legen. Der war auf jeden Fall sehr lustig. Also, den kann man sich auch sehr, sehr gut zwischendurch anhören. Da gibt es dann auch nochmal die ganzen Infos da in geballter Form. Aber trotzdem, also der Heel-Turn von Hogan und die Gründung der NWO, ich glaube, nichts hat in den 90ern, mal abgesehen von einem Event, den wir gleich noch ansprechen werden, die Wrestling-Landschaft so sehr geprägt wie das, weil ohne NWO kein Monday Night War, ohne Heel-Turn von Hogan kein Monday Night War, das hat die Wrestling-Landschaft auf jeden Fall verändert. Und absolut. Was meine ich mit dem nächsten großen Event, na? Kai? Roadblock 2015. Nein. Nein, was ist denn der nächste logische Schritt nach der NWO-Gründung? Ich glaube, das ist ja das am häufigst besprochene Event überhaupt, wenn es um solche Themen geht. Wahrscheinlich. Ja. Aber dann sprich's aus. Ja, der Montreal Screwjob. Genau das. Das war ja auch wieder das Schlimmste, so was jemals passiert ist in Kanada. Echt? Warte. Oh, ich hab hier noch Chris Benoit auf meiner Liste stehen. Ich bin mir nicht sicher. In Kanada! Ja, Montreal Screwjob war was denn? War auf jeden Fall halt auch ein Moment, wo Realität und Wrestling halt sehr derbe zusammengeclasht sind. Wir wissen alle, Bret Hart wollte seinen Champion-Titel nicht bei der Survivor Series nicht abgeben, weil es halt eben in Kanada stattgefunden hat, in Montreal. Und ja, gleichzeitig war es halt so, dass Bret Hart zur WCW gehen wollte und dann haben sie halt, es gibt ja diese schöne Doku Wrestling with Shadows, da wird das Ganze nochmal sehr gut aufgerollt. Und das ist eigentlich sehr interessant, was man da halt so für Diskussionen mitbekommt, wo es darum geht, komm, wir lassen den Titel am nächsten Tag wechseln und man war sich da halt uneinig und Vince McMahon hat dann die Reißleine gezogen eigentlich und hat dann den Titel wechseln lassen, aber eben auf eine Art und Weise, wie man es eben so im Fernsehen noch nie live miterlebt hat und wo man einfach nur mit offenem Mund da vorm Fernseher saß. Ihr habt das ja ein bisschen später wahrscheinlich gesehen, weil ihr noch nicht ganz so lange Wrestling schaut. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also jetzt, ich habe das damals in der Wiederholung bei RTL 2 irgendwann gesehen, dass das lief. Habt ihr es damals verstanden? War euch das klar? Wusstet ihr davon oder wie war das, Kai? Ach ja, richtig peinliche Geschichte. Ich dachte, also, das ist so, ich habe immer vom Screwjob gehört, aber ich wusste nie, dass das kein Work war. Also so bis zu halt einem gewissen Punkt, ne? Ich habe das Ding nie verstanden. Ich dachte immer, das wäre halt eine Storyline gewesen, bis ich dann irgendwann mal mitbekommen habe, was dahinter gesteckt hat. Da dachte ich so, ach so, das war also gar nicht geplant. So, das war, ich verstehe. Also, da hab ich einen wunden Punkt getroffen, was?
Also ganz ehrlich, da dachte ich nämlich immer, also jetzt nicht, also ich wusste das jetzt schon, aber jetzt so vor 4, 5 Jahren, also wusste ich das halt nicht, da dachte ich nämlich immer, Screwjob, ja gut, das war doch diese eine Storyline, weil alle haben irgendwie davon geredet, dass es so krass war, und ich dachte immer so, wieso, das war doch irgendwie nur eine normale Storyline, bis ich dann mal irgendwann mitbekommen habe, ach, das war alles so hier Hinterrücks und Caesar Brutus, da habe ich mich ein bisschen dumm gefühlt. Ja, war auf jeden Fall krass, wie gut einfach Bret Hart gezielt spucken kann. Ja, total. Und wie gut er Luftzeichen machen kann. Ja, und wie gut er Vince McMahon danach in der Umkleide verhauen konnte, das hat man dann ja auch gesehen. Das hat man nicht gesehen. Das hat man, aber manche Ergebnisse danach, bei den darauffolgenden Raw-Sendungen hat man gesehen, dass Vince McMahon ein schönes dickes blaues Auge hatte. Ich fand es ja so ziemlich krass. Ich glaube, das wird ja sogar in der Dokumentation in Monday Night Wars, wird es ja sogar thematisiert, wo dann Vince halt gemeint hat, Brad... Nobody screwed Bret Hart screwed himself. Und wo sie dann, glaube ich, in die Umkleide gegangen sind und dann Vince zu Bret gemeint hat, okay, kannst du mir jetzt einmal so krass eine reinhauen, wie du willst? Oder hat er das nicht sogar gesagt? Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Also diese Bret screwed Bret Geschichte war ja dann infolge dessen, das war nach dem Screwjob. Genau, genau. Ich meine, ich glaube, die sind noch dann in der Umkleide gewesen und Vince hat dann zu ihm gemeint, hey komm, jetzt hau mir einfach rein in die Fresse oder sowas. Zweifel ich, weil ich glaube, der hat den einfach umgebracht. Also nach dem Screwjob. Ich glaube nicht, dass er da noch normal hingegangen wäre und gesagt hat, ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass Vince das mal zu jemandem gesagt hat und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt bei ihm war. War, glaube ich, Hornswoggle. Das ist immer Hornswoggle im Zweifelsfall. Das ist ja wie beim Anonymous Raw General Manager. Ja. Das Lustige ist halt, dass es eigentlich so das zweite Ereignis innerhalb kürzester Zeit ist, nach dem Curtain Call, bei dem halt Kayfabe ja komplett gebrochen worden ist. Ne? Wo auf einmal echte Geschichten in den Vordergrund gerückt sind und wo aber dann auch gleichzeitig danach der Vince McMahon-Charakter geboren worden ist. Und dieser Evil Boss, der dann ja gerade gegen Austin gefädelt ist. Auch da wieder, ne? Butterfly-Effekt und so. Was wäre wohl passiert, wenn es den Montreal Screwjob nicht gegeben hätte? Ne? Mhm. Was wäre passiert, wenn Vince McMahon gesagt hätte, komm, wir machen das so, wie es Bret Hart will, am nächsten Tag. Also bei Survivor Series gibt es irgendwie so ein Smonch-Ende, wo es dann gar keinen Sieger gibt. Und am nächsten Tag bei Raw lassen wir den Titel wechseln. Shawn Michaels ist Champion, Bret Hart geht zur WCW, alle sind glücklich. Und da muss man sich echt mal fragen, wie das gelaufen wäre. Ich meine, Bret Harts Karriere ist ja danach auch den Bach runtergegangen, muss man ja mal so ganz klar so sagen. Ne? Und auch nicht nur seine Wrestling-Karriere, auch so privat und gesundheitliche Geschichten, da ist ja auch alles scheiße gelaufen. Da muss man sich wirklich fragen, was wäre passiert, wenn? Ne? Und wenn aber wisst ihr, was ich krass finde? Dass man jetzt so die ganzen letzten drei Sachen, die man genannt hat, die unglaublich für die Industrie waren, dass es alles so aus Not oder so aus Random passiert ist. Dieser hier, The Curtain Call, das war ja nichts Geplantes. Nee, das war was ja dann im Endeffekt daraus geworden ist. Und dann irgendwie jetzt Bret Hart. So, das war ja auch so eine Kurzschlussreaktion, also irgendwie kurzfristig geplant. So, was machen wir jetzt? Und was dann auch daraus geworden ist. Also die besten Sachen sind daraus passiert, dass einfach reagiert wurde auf die Gegebenheiten. Und jetzt nicht irgendwie Monate, Jahre voraus geplant. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, wie gesagt, das ist halt immer die Geschichte, ne? Und auch immer dieser Realismus, der halt dann immer daraus, aus dem das halt erwächst. Also das finde ich halt auch immer so interessant, ne? Das macht ja heute Wrestling immer noch dann am spannendsten, wenn halt irgendwas passiert, was man zum einen nicht vorhersehen konnte und zum anderen, was sich aber auch noch irgendwie echt anfühlt. Also generell diese Momente, wenn du nicht weißt, war das jetzt geplant oder nicht. Das ist ja so krass. Genau das. Das ist so krass, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal die Liste durchgehe, was in den 90ern alles passiert ist. Das ist unfassbar. Das ist nicht vergleichbar mit allem, was dann von 2000 aufwärts bis 16 passiert ist. In den 90ern ist echt High Life gewesen. Ja, das muss man einfach so sagen. Das liegt natürlich auch an dieser Konkurrenzsituation, die wir dann damals mit WCW und WWE hatten. Weil da musste man eben einfach Dinge bringen, die die Leute von den Fernseher holen. Also da muss man halt irgendwie dann, wie sagt man so schön, Cutting Edge sein. Also da muss man halt dann irgendwas Skandalöses bringen, eigentlich, damit die Leute wieder bei dir einschalten. Ne? Und gut, der Montreal Screwjob war nicht geplant, so in der Form, aber im Endeffekt hat... Jeder hat davon gesprochen, ja. Jeder hat davon gesprochen und im Endeffekt hat WWE damit ja auch noch Geld hinterher gemacht, ne? Also der Einzige, der jetzt, also mal ohne Scheiß, der halt wirklich drunter gelitten hat, in jeder Beziehung war Bret Hart. Absolut. Ne? Also der hat ja auch gesagt, dass ihn das noch Jahre drauf verfolgt hat, auch dass er keinen Abschluss mit WWE gefunden hat und dass das alles nicht so funktioniert hat. Und wie gesagt, seine Krankheitsgeschichte und dann auch die Sache mit Owen, da kommen wir ja gleich auch noch zu, ne? Ai, ai, ai. Das ist halt
echt, also der Einzige, der halt der wirklich da richtig am Arsch deswegen war Bret Hart. Muss man halt so ganz klar so sehen. Und ich glaube, damit können wir dann auch schon. Aber das war Montreal Screwjob, war 97. Ich habe 98 noch was. Ja, apropos am Arsch, ne? Ja, wer will den fliegenden Foley? Ja, hier, komm, gönnt euch. Ja, Flo, willst du? King of the Ring 98? Tatsächlich ist das ist für mich etwas ganz, 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 ganz Wichtiges in meiner Wrestling-Informationskarriere, sag ich jetzt mal. Ich habe ja schon mal erzählt, dass der Kuro mir mal gezeigt hat, mir mal dieses Video gezeigt hat. Und das ist tatsächlich das erste Video, richtige Video, was ich mir angeguckt habe und was mich so ein bisschen zum Wrestling gebracht hat. In dem Fall Props an Kuro nochmal, aber das ist halt so ein einprägsames Match gewesen. Also im Endeffekt war es kein gutes Match, muss man einfach sagen. Das war halt relativ langsam, aber es ging halt darum, dass es ein Hell in a Cell Match war zwischen Undertaker und Mankind, und das hat sich relativ schnell von dem Ring auf das Dach auf das Dach der Zelle verlagert, und irgendwann hat dann halt Undertaker Mankind geschnappt und halt von, wie hoch ist dieses Cell? 5 Meter, 6 Meter, irgendwie sowas? Ja, auf jeden Fall von 6, 5 Metern da oben runter einfach auf ein Kommentatorenpult geschmissen, und das kannst du nicht, das ist die einzige Person, die ich sage, die kommt da noch so einigermaßen ran, ist Shane O'Mac, weil der selber sich runterschmeißt. Aber ansonsten, das war halt etwas, was sich mir so dermaßen ins Hirn gebrannt hat. Und jedes Mal, wenn mich jemand heute fragt, Wrestling, hey, was kann man sich da angucken, ist das allererste Video neben Money in the Bank 2011, das ich empfehle. Weil das Barbarischste ist, was man überhaupt nehmen kann eigentlich. Ja, aber es zeigt halt auch ganz ehrlich, das ist, mag zwar kein Sport sein, aber es ist halt das Entertainment in WWE, sage ich jetzt mal. Ja, es ist halt einfach so, weil ganz ehrlich, gutes Beispiel, gestern habe ich jedem erzählt, hey, ich gucke wieder Wrestling, und so, das ist doch nicht echt. Und ich sage, ganz ehrlich, jeder Film ist nicht echt, jede Serie ist nicht echt, und trotzdem setzen die Menschen halt ihren Körper ein, um einfach den Leuten Unterhaltung zu bringen. Und das ist machen halt, wir diese Büchse der Pandora am besten gar nicht erst auf. Ja, genau, und deshalb sage ich, dieses Video ist super, und Undertaker vs. Mankind ist ein absolutes All-Time-Favorite-Ding von mir. Ja, muss ja auch dazu sagen, auch da wieder, Realität und Wrestling treffen aufeinander, ne? Also total. Dieser erste Sturz, da hat Foley ja zum Undertaker gesagt, komm, wirf mich. Undertaker hat gesagt, wirklich? Ja, komm, mach. Ne? Und dann ist er durchgeflogen. Das Problem war ja dann eigentlich nicht der erste Sturz, also der war schon übel und so, sondern die sind ja dann nochmal hochgegangen. Ja, und dieser Durchbruch durch die Zelle, der war ja nicht geplant, und das war ja auch eigentlich das Ding, wo sich Foley dann ja wirklich verletzt hat, ne? Wo er dann durch die Drache durchs Dach durchgebrochen ist, und wo ihm dann noch der Stuhl ins Gesicht geflogen ist auf dem Weg runter und so. Also, wie schlimm das einfach ist. Da hat sich ihm sogar einen Zahn in die Nase gebohrt. Ja. Weil ihm der Stuhl von oben ins Gesicht gefallen ist. So. Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, als ich den Kampf damals zum ersten Mal gesehen habe. Das war noch zu Tape-Trading-Zeiten. Also das heißt, da habe ich dann irgendwann ein Päckchen wieder mal bekommen. Ich habe es ja schon mal erzählt. Damals hat man sich ja so auf anderen Wegen seine Wrestling-Dosis bekommen, geholt. Ich habe dann da von einem anonymen Tape-Trader. Ja, das auch. Von einem anonymen Tape-Trader habe ich dann auf jeden Fall den King of the Ring bekommen. Da war da ein Päckchen, da war eine Videokassette drin, und ich habe es mir angeschaut und habe vorher schon ein bisschen was drüber gelesen gehabt. Ich habe mir gedacht, das kann ja nicht so krass sein. Und dann läuft das halt. Ich sehe auf einmal so, Alter, das ist noch viel schlimmer, als du es dir eigentlich jemals vorgestellt hast. Und hab dann wirklich zurückgespult und habe dann zweimal hintereinander angeguckt, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Und das ist halt wirklich so ein Human Car Crash, wenn du davor sitzt. Es ist faszinierend und barbarisch und gewaltverherrlichend und alles, aber alles auf einmal. Und gleichzeitig zeigt es halt eben auch, wie komplett wahnsinnig halt eben ein Mick Foley ist, der das eben damals deswegen gemacht hat, auch um die Company nach vorne zu bringen. Also, und da muss ich auch sagen, dass da so Shane O'Mac, das ist zwar auch verrückt, was er da gemacht hat, aber der war halt auch wenigstens noch gesichert. Also da war ja auch unter dem Kissen waren da ja. Dinger da, genau. Ja, Alter, das Spiel sah halt so heftig aus, ey. Ja, ja, absolut. Aber wie gesagt, das Heftigere war halt vor allem der Sturz durch das Dach, der dann danach kam. Aber ist da nicht sogar der Ring eingebrochen? Nee, das war später, und das war geplant. Das war bei No Way Out. Nee, ich meine, ob dann so eine Delle entstanden ist. Nein. Okay. Das war, wie gesagt, das war, glaube ich, beim zweiten Match von dem, wie Olaf schon gesagt hat. Das war bei No Way Out, und das war gegen Triple H. Das war No Way Out 2001. Ach so, okay. Aber nee, das war auf jeden Fall auch ein Ding, was auch quer durch die ganze Wrestling-Landschaft ging. Und das muss man sich auch angesehen haben. Das ist ein Stück Geschichte. Es ist nicht immer das schönste Stück Geschichte. Und Mick Foley reitet ja auch sehr oft, sehr, sehr oft in Interviews drauf. Nee, gar nicht. Ja, und aber trotz all dem, das muss man gesehen haben. Und hat auch letztlich dann auch Mick Foleys Legende gestärkt. Ne? Also was wäre Mick Foley ohne Hell in a Cell gewesen? Ein Hardcore-Typ halt. Ja,
Also, das ist dann auch wiederum die nächste Frage. Was habe ich hier noch auf meiner Liste? Ich habe noch so ein paar schlimme Sachen auf meiner Liste. Ich habe noch David Arquette wird WCW-Champion. Wann war das? Im Mai 2000. Ich habe noch was davor tatsächlich. Okay, was hast du noch? Was wirklich sehr traurig ist auch, und zwar Owen Harts Tod. Ach stimmt, ja, den habe ich schlecht einsortiert bei mir. Ich habe die Reihenfolge vertauscht. Ja, Owen Harts Tod. Sehr 1999, sehr Over the Edge, das war der Punkt auch da, wo Wrestling noch viel echter geworden ist und eigentlich auch der Punkt, wo Wrestling einen enormen Schaden genommen hat natürlich und es war eine ganz furchtbare Situation. Also auch da wieder die Frage, wie habt ihr das im Nachhinein mitbekommen? Da fange ich auch wieder bei Kai an, weil der Flo hat es gerade angesprochen, dann nehme ich bei Kai. Ja gut, bei mir war es ja, also als ich das mitbekommen habe, wusste ich das ja alles schon. Weil gut, wann ist er gestorben? 99 war das? Ja. Ja gut, da war ich 4 Jahre alt, ne? Also von daher habe ich das jetzt nicht so aktiv mitbekommen. Deswegen halt nur immer im Nachhinein und da wusstest du ja schon, wie unglaublich krass das ist und hast dann irgendwie Videos gesehen und dann irgendwie das Commentary, wo halt keiner wusste, was ist da jetzt gerade wirklich passiert. Und alle irgendwie einfach nur ratlos waren und komplett geschockt. Also du hast richtig gemerkt, wie einfach alles stillstand in der Arena. So, die Zuschauer, die Wrestler, die Kommentatoren, da war einfach nichts mehr. Das, du hast schon gemerkt, an dem Tag hat sich irgendwas verändert im Business. Mhm. Und zwar nicht zum Besseren. Ja. Später wird es noch viel schlimmer. Ja, es gibt halt viele schlimme Ereignisse und die müssen wir auch leider hier auch mit aufnehmen, weil auch Wrestling-Tode und andere Geschichten gehören natürlich dann auch mit dazu. Owen Harts Tod war halt echt so ein bisschen auch, da hat Wrestling auch so endgültig so die Unschuld verloren, ne? Weil das war einfach so ein Ereignis. Owen Hart war halt unglaublich beliebt und populär, sowohl bei Wrestlern als auch bei Fans, weil ja, auch nach dieser Geschichte mit dem Montreal Screwjob, der letzte verbliebene Hart bei WWE, aber trotzdem wurde er halt von allen geliebt, ne? Und dann war es halt eben wirklich ein tragischer Unfall, ne? Mit diesem, er sollte ja da von der Hallendecke runtergelassen werden und dann gab es ja eine Fehlfunktion an dieser Geschirrgeschichte, also an dieser Seilwinde, wo er da dran hing. Und da ist er dann einfach mal gepflegt aus zig Metern Höhe in den Ring gefallen, ne? Und auf dem Ringpfosten gelandet und so. Alter, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das muss so weh getan haben. Ich glaube, da hast du gar nicht mehr viel gemerkt. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, dann ist schnell Ende. Also er wurde ja dann auch, die haben ja noch versucht, ihn wiederzubeleben, da wurde ja die Show angehalten. Ich habe, glaube ich, bis letztes Jahr mich geweigert, diesen Event zu sehen. Den gibt es im Network. Ich habe das, irgendwie habe ich das nie übers Herz gebracht, mir diesen Event anzuschauen, weil das ist einfach kein schönes Ereignis. Und ich habe mir das letztes Mal angeschaut und das ist genauso, wie es Kai gerade beschrieben hat. Also da steht halt einfach, die Zeit steht halt da still. Und du merkst halt auch beim Zuschauern eine komplette Ratlosigkeit und die sind eingefroren in ihren Emotionen, weil sie einfach gar nicht genau wissen, was sie jetzt gerade tun sollen. Die Wrestler ziehen halt noch dann ihre Matches durch irgendwie und das auch okay, aber du merkst halt, das ist irgendwie nur so, die gehen halt alle durch die Bewegungen durch und wollen eigentlich alle nur für sich sein und die wollen eigentlich alle wissen, was da gerade passiert ist und das ist ja dann erst, ist ja dann noch während der Live-Übertragung ist das ja aufgeklärt worden und da hat man ja auch Jim Ross im Ohr, der dann sagt, so ja, ich habe leider gerade die traurige Bürde, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Owen Hart soeben verstorben ist. Das muss man sich halt mal wegstecken und das finde ich ist auch der Punkt, wo man den Tod von Wrestlern viel stärker wahrgenommen hat, als man das davor getan hat. Also klar, so der Tod von British Bulldog zum Beispiel war eine Geschichte, wo ich mir dann schon gesagt habe, so, ah, das ist schon ziemlich furchtbar. Aber Owen Hart war halt dann nochmal eine ganz andere Sache. Und das war auch dann der Moment, wo man sich fragen musste, wie weit muss Wrestling gehen? Müssen wir solche Stunts haben? Und deswegen, das habe ich auch bei Shane O'Mac jetzt bei WrestleMania gesagt, so, ich muss nicht sehen, wie da jemand aus, die heutige Zelle ist ja noch höher als damals, ich muss das nicht sehen, wie sich da ein mit 40er Familienvater erstmal seinen Kindern verabschiedet und danach dann den Stunt des Jahrhunderts hinlegt, ne? Also da ist man halt sehr, sehr sensibel geworden seit Owen Hart und das ist aber auch richtig so. Ich muss tatsächlich sagen, den ersten Tod von einem Wrestler, den ich mitbekommen habe, obwohl ich mich nicht für Wrestling interessiert habe, war Randy Savage, der einen Autounfall hatte mit einem Herzproblem, glaube ich. Das kam aber deutlich später noch. Also. Ja, ich meine, aber das war das erste Mal, dass ich halt sowas mitbekommen habe, wo ich dann gesagt habe, okay, den kennst du vielleicht, im Macho Man schon mal was gehört und so. Ja, aber also, da habe ich mich auch noch nicht für Wrestling interessiert. Ja, also bei mir war es, glaube ich, so ganz bewusst. Ich glaube, das war der Texas Tornado, Cary Van Erick, der sich ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, 92, 93 erschossen hat. Eieiei.
Das war auch so eine Geschichte, weil der war damals 91 rum, war er ja Intercontinental Champion, aber wie man dann ja im Nachhinein weiß, war auch jemand, der ja Drogenprobleme gehabt hat und unter Depressionen gelitten hat, und der hat sich dann irgendwann erschossen. Und generell sind halt Tode von Wrestlern, vielleicht machen wir das gerade so ein bisschen im Block, auch wenn es irgendwie ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt eh schon mal auf dem Höhepunkt der Stimmung sind, lass doch mal direkt noch die anderen, also bei mir jetzt natürlich dich aufgeschrieben, auf die anderen beiden auch noch erwähnen. Ja, genau. Komm, dann mach's weg, weil sonst enden wir ja auf einer Note, die ist nicht cool. Eben. Also, wenn ich jetzt nämlich noch habe, ist natürlich Eddie Guerrero, was einfach unglaublich war. Ich hab mir halt jetzt auch zu Vorbereitungszwecken noch mal kurz in die, in diese, ja, hier, wie nennt man, ja, Farewell-Show, nein, ihr wisst, was ich, diese Memory-Show. Ja, genau, Gedenkshow. Eddie geguckt. Ey, und das ist halt an sich schon krass, wie die alle stehen. Und also so, das ist diese gedrückte Stimmung, aber wenn du dann noch dieses, da sind ja immer diese Einzelinterviews, wo jeder so ein paar Sätze sagt, und wenn dann einfach da Chris Benoit dann redet, und es ist einfach so heftig, ne? Also. Ja, das ist echt so ein krasses Gefühl, wo sich dann später in die Brust reinzieht. Also es ist schon, ja, ne? Schon krass. Ja, dann kannst du ja gleich den Namen weiterführen, Chris Benoit, genau. Gell? Ja, das haben wir noch später. Ich würde das. Ja, komm, lass jetzt direkt einmal alle so. Gut, dann ist halt so ein Downer. Chris Benoit macht. Ja, Chris Benoit ist ja wiederum noch eine andere Geschichte. Also, Eddie Guerrero ist ja, fand ich, war es halt deswegen tragisch, eigentlich, weil er halt eben durch die. Er hatte sich ja durch seine persönlichen Probleme durchgekämpft, ne? Und dann haben sie ihn halt wieder eingeholt. Das ist echt so bitter gewesen. Was da für ein Talent einfach verschwendet worden ist, eigentlich, durch so einen plötzlichen Herztod. Das ist echt schrecklich. Und bei Benoit dann 2007, das war halt einfach auch ein ganz furchtbarer Moment. Ich kann mich da noch sehr lebhaft dran erinnern, als ich die Nachricht damals gelesen habe. Das kann ich sogar auch noch. Also ich bin ja auch erst 6 Jahre alt, aber also das hat mich, da weiß ich noch, das war sogar, wann ist Eddie gestorben? Wie, also in 2005. Und Benoit war 2007 oder wann war das? Ja, genau, 2007. Genau. Also ich weiß noch irgendwie, das hat mich so, krass. Also, weil da war ich noch ein bisschen mehr in Wrestling drin als 2005. Also da war ich schon so richtig krass dabei, halt gerade wegen dem Rumble und sowas, wo dann Ray gewonnen hat. Das war dann so ein bisschen meine Zeit, wo das richtig aufgekocht ist bei mir. Und dann habe ich natürlich auch dementsprechend mitbekommen, dass dann Benoit gestorben ist. Und ich dachte mir so, okay, das ist jetzt heftig. Und dann natürlich erstmal so alles gelesen. Und das war ja auch überall, so auf allen Wrestling-Seiten, die es halt damals gab. Ich weiß gerade nicht mal mehr, wie die heißen. Ich kann mich auf jeden Fall noch irgendwie an Moonsault erinnern und noch irgendeine englische Seite. Und also, da war alles voll. Und dann irgendwie gab es immer mehr Infos. Das lief ja auch irgendwie dann im Fernsehen in Amerika, wo dann auch immer mehr Infos kamen. Und dann war, also das war sehr, sehr, sehr heftig, fand ich. Ich finde es interessant, du kannst diese Tat nicht relativieren. Also, weißt du, ich wollte das ansprechen eigentlich. Das Schlimme ist ja eigentlich, du wusstest ja am Anfang das nicht wirklich. Sondern es gab ja am Anfang erstmal nur die Durchsage, so Chris Benoit ist gestorben. Genau. Das war, in diesem Moment denkst du dir, also ich weiß, dass ich damals allein in meiner Wohnung war, und Benoit und Guerrero waren halt meine All-Time-Favorites zu der Zeit. Und auch weil ich war bei WrestleMania 20, und da gab es ja dann zum Abschluss diese legendäre Szene, wo sich Guerrero und Benoit umarmt haben. Und deswegen der Tod von Eddie Guerrero, der hat mich halt schon getroffen, und der Tod von Benoit noch mehr. Und das war dann wirklich so weit, dass ich dann in dem Moment irgendwie Kerzen angezündet habe, weil ich nicht genau gewusst habe, wie ich damit umgehen soll. Ich war da wirklich schockiert und tief getroffen. Und zugleich hat man dann auch irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Und ich konnte es halt nicht genau begründen. Und dann hat ja auch WWE diese Gedenkshow dann für Benoit gemacht, tags drauf. Und dann sind ja immer mehr Informationen durchgesickert, ne? Und ja, im Endeffekt, klar, man sollte halt schon darauf eingehen, finde ich. Wir sind nicht WWE, und wir, es ist halt einfach eine schreckliche Tat gewesen. Also, dass er da sein Kind und seine Frau umbringt und sich danach dann erhängt, ne? Aber zugleich, muss man da halt auch eben sehen, wie das oder was die Gründe dafür sind, ne? Und das waren dann eben die Geschichte mit den zu vielen Schlägen auf den Kopf und dass sein Hirn komplett zermartert war und dass er weiß, was er da gesehen hat und was er da getan hat, ne? Ja, das meinte ich damit. Du kannst die Tat nicht relativieren, aber du musst halt auch wirklich sehen, dass er halt, ich glaube, seine Gehirnfunktionen hatten irgendwie das Alter von einem über 80-Jährigen. Ja, das habe ich auch gehört.
Und das ist halt eigentlich ein, da musst du es dann halt so betrachten, dass du halt eigentlich an das Wrestling-Business an sich herangehst und halt Sachen dann halt auch wirklich verbietest, die halt eigentlich explizit auf den Kopf abziehen, wie halt zum Beispiel diese Chairshots to the Head und sowas, die halt sowas eigentlich auch so begünstigen, leider. Ja, und, auch Benoit's Flying Headbutt zum Beispiel, also der gehört ja auch dann so in die Kategorie mit dazu, ne? Also, den halt auch später dann noch Daniel Bryan gemacht hat, ne? Ja. Was auch dann ein bisschen merkwürdig war, fand ich. Ja. Also es waren auf jeden Fall keine guten Zeiten. Also da ist ja auch wirklich dann so Schlag auf Schlag. Ich meine, das sind jetzt nur, wir sprechen von Owen Hart 99, von Eddie Guerrero 2005, Benoit 2007. Mhm. Und infolgedessen, Macho Man war ja auch kurz danach, Macho Man war 2012, 2013, irgendwie sowas um den Dreh. Und da kommen wir noch zu dem aktuellsten Beispiel. 2014 war es ja dann der Ultimate Warrior, der kurz nach seiner Einführung in die Hall of Fame gestorben ist. 24 Stunden danach, nach Raw. Nach Raw, genau. Am Sonntag, am Samstag ist er in die Hall of Fame aufgenommen worden. Am Sonntag war er noch bei WrestleMania und hat da den kurzen Auftritt gehabt. Und Montag bei Raw, wo er dann diese Rede gehalten hat und auch die Rede, wo man sich ja gefragt hat, so. Auch so ein bisschen kryptisch irgendwie, ne? Mega. Also aber das hat ja auch das war ja dem Warrior immer ausgezeichnet, aber auch, dass er dann gesagt hat, hier jeder wird irgendwann mal seinen letzten Atemzug tätigen und das sind die Taten, an die man sich erinnern wird, ne? Und dass er dann wirklich 24 Stunden danach stirbt, hat wirklich, also da läuft es mir jetzt noch kalt über den Rücken, also weil das halt so eine, das klingt fast schon so, als ob er so eine Art Vorahnung gehabt hätte. Ja, wirklich. Ja, und, also es ist Warrior war halt auch einer von meinen Kindheitshelden und da bin ich auch immer bis heute, ich habe den nie live gesehen. Das ist so ein Ding, was mich, glaube ich, auch es nicht verfolgen wird, aber was mich echt traurig macht aus heutiger Sicht, dass ich nie die Chance gehabt habe, den Ultimate Warrior live zu sehen. Und da war ich tatsächlich auch neidisch auf den guten Kuro, den er ja zumindest mal kennengelernt hat, wenn auch nicht auf die allerfreundlichste Art und Weise am WrestleMania-Wochenende, weil der Warrior ja bekanntermaßen auch ein ganz besonderer Mensch war und auch nicht nur positiv. Das will ich auch gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Also, er hat ja auch. Ja, also waren da nicht auch Sachen gegen Schwule und sowas alles? Genau. Also? Ja, genau. Ziemlich konservatives Gedankengut. Genau, also das muss man auch gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Also dass er so als Privatmensch, glaube ich, weder der einfachste noch der liberalste oder offenste Mensch war. Aber halt als Wrestler, man muss halt immer, das ist genauso bei Benoit, weißt du, wenn man sich heute einen Kampf von Chris Benoit anschaut, dann muss man auch irgendwie gucken, dass man zwischen dem Das Menschen, schwingt halt immer so ein bisschen mit, ne? Also, dass du weißt so, okay, das ist halt der, der das und das gemacht hat. Genau, und ich habe da auch bis heute noch Probleme mit mir, einen Chris Benoit-Kampf anzugucken und den wirklich zu genießen. Beim Warrior geht das noch, also obwohl er halt blöde Sachen auch teilweise gesagt hat. Ja, da kannst du Hogan genauso. Hogan ist ja auch Unterstützer von Trump zum Beispiel gewesen und trotzdem finde ich Hogan ganz okay von den Storylines her. Ja, deswegen, da muss man einfach trennen. Und aber ich muss eine Sache, muss ich jetzt in dem Bezug noch erwähnen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber ich musste. Das Videopackage hat mich schon immer sehr, sehr mitgenommen. Und du hast auch gesagt, bewegende Sachen. Ich fand diese Sache mit diesem Conor the Crusher fand ich auch mega heftig. Ja, das stimmt. Also ich auch, wenn du mal so im Internet guckst, ich mindestens 50% der Leute bei dem Videopackage, da ist schon die ein oder andere Träne geflossen. Auf jeden Fall. Das ist so heftig. Und also so, das ist, nee. Also ich wollte mir das Video nochmal angucken, hab's aber extra nicht gemacht. Also keine Ahnung. Ist aber eine gute Sache für die WWE draus resultiert. Du merkst halt, das muss man eigentlich auch der WWE einfach mal zugute halten heutzutage, dass das Unternehmen einfach nicht mehr rein auf Wrestling fixiert ist, sondern es wirklich ein Business-Branch ist, die halt auch wirklich sehr, sehr, sehr viel in karitären Veranstaltungen oder halt karitären Zwecken einfließen lässt. Ganz, ganz ehrlich, zum Beispiel John Cena ist mit weitem Abstand einfach der Typ, der halt bei Make-A-Wish Foundation einfach die meisten Wünsche erfüllt. Oder die haben was ja auch mega geil ist. Ja, die haben ja auch verschiedene Events, die sich halt auch teilweise einen Monat hinziehen, wie zum Beispiel, ich glaube, letzten Monat war es doch einen Monat lang, haben sie ja das mittlere Ringseil gefärbt gegen Breast Cancer, wenn ich mich nicht erinnere. Genau. Und das finde ich, das ganz ehrlich, egal wie, in welche Richtung sich das Unternehmen von den Storylines her entwickelt, das ist etwas, was ich mit dem Unternehmen immer zugute halten kann. Wo es mir mega auf den Sack geht, wenn das mittlere Ringseil pink ist. Tut mir leid. Ja, das optische Bild von einem Wrestling-Ring komplett kaputt. Aber die Sache ist natürlich absolut befürwortenswert und so. Also das ist schon wichtig und die haben ja da auch Stiftungen und ich habe keine Ahnung was. Also sehr, wie sich halt WWE-Wrestler und auch das Office für karitative Zwecke einsetzt, das ist halt schon, ne, das ist halt wirklich schon vorzeigenswert und lobenswert und da kann man halt über WWE meckern, wie man möchte. Das
ist einfach wichtig und richtig, was die machen. Und das gehört in meinen Augen auch zu einer Verantwortung, die jedes große Unternehmen hat. Da muss ich aber auch jetzt in dem Fall auch nochmal eine Lanze brechen in Bezug auf John Cena. Denn ich würde auch ganz ehrlich, in dem Bezug, dann würde ich John Cena lieber nie Heel turnen lassen, dafür halt aber immer Face lassen und dafür immer diese Make-Wish-Sachen machen lassen, anstatt jetzt nur, weil irgendwelche behinderten Smarks oder jetzt auch zum Beispiel wir sagen so, ja, John Cena sollte schon mal Heel turnen. Also so, also für das Greater Good würde ich dann einfach sagen, lass ihn Face bleiben und einfach die Kinder eine gute Zeit mit ihm haben. Ich finde, das ist wichtiger, als dass wir sagen, ja, also so ein Heel-Turn wäre jetzt schon cooler für die Karriere von John Cena. Ja, die Karriere von John Cena, der hat schon alles erreicht, was du erreichen kannst. Der wird jetzt nicht noch den Rekord von Flair brechen und ist gut. Ja. Also deswegen sage ich so, dann lass ihn halt nicht Heel-Turn, sondern lass ihn lieber Face bleiben, was uns alle Marks mega abnervt. Aber so, egal, lass ihn halt noch weiterhin 5000 Wishes erfüllen und dann ist auch gut. Da würde ich es dann auch mit Goldberg halten, der gesagt hat, dass Kinder Helden brauchen. Ja. Manchmal ist es halt auch ganz gut, wenn es einfach Helden gibt und nicht nur irgendwelche zerstörten Charaktere oder sonst irgendwas, die böse sind oder böse werden, sondern manchmal darf auch ein Charakter Held bleiben. Und bei John Cena, ich würde das auch, glaube ich, inzwischen nicht mehr machen. Also wozu? John Cena ist inzwischen auch so groß, dass man ihm das, glaube ich, auch schwer abkaufen würde, wenn er jetzt auf einmal zum Bösewicht wechseln würde. Also wenn, dann müsste man das halt wirklich so Hogan-mäßig machen, wie es halt bei WCW damals gewesen ist. Aber ansonsten sehe ich da keinen Grund, weshalb man das jetzt aktuell machen müsste. Und er tritt ja eh kürzer. Ich gehe auch davon aus, dass das in näherer Zukunft noch viel weniger mit ihm wird. Und von daher werden wir sehen. So, aber dann lass uns doch mal noch ein paar über ein paar fröhlichere Sachen sprechen. Wir haben jetzt so viel über Tod und weiß ich nicht, was Unfälle gesprochen. Fröhliche was haben wir noch? Sachen und dann willst du David Arquette ins Feld führen? Nee, David Arquette, den können wir ganz schnell vergessen. Das war lustig, war das? Hallo? Das ja, war lustig. Na toll, aber das hat zum Ende der Monday Night Wars geführt. Ja, das gehört mit dazu, genau. Und dann David Arquette ist auch für mich nur so eine Randnotiz, weil das so ein What-the-fuck-Moment war, wo du einfach nur gesehen hast, so, was alles in einer Wrestling-Liga schieflaufen kann. Genauso, dass dann nicht nur David Arquette Champion wird, sondern auch Vince Russo ja irgendwann Champion war. Das geht halt alles überhaupt nicht, was damals bei der, wir sind jetzt 2000, 2001, wir sind wieder ein bisschen zurückgesprungen. Was damals bei der WCW passiert ist, das geht halt gar nicht. Ganz gut. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, dass meine erste richtige Berührung mit Wrestling der Film war, Ready to Rumble? Ja, hast du. Hast du gerade im Podcast erzählt. Ich liebe diesen Film bis heute. Ich finde ihn so gut. Vor allem John Cena taucht ja drin auf, gell? Ja. Echt? Ja, John Cena taucht drin auf. Goldberg. Aber der läuft ja nochmal durchs Bild oder sowas. Nee, okay. er ist so ein Typ, der im Gym trainiert, wo Goldberg angesprochen wird. Ja, und genau. Das klingt nach einer perfekten Rolle für ihn. Ich liebe diesen Film. Ich glaube, ich gucke mir den heute Abend an und dann noch ein bisschen Bier und ein bisschen Pizza und dann gucke ich mir den an. Aber da können wir ja auch gleich noch 2001 Übernahme von WCW, ECW durch WWE. Ich glaube, nichts hat in den 2000ern die Wrestling-Landschaft so verändert, weil auf einmal gab es keine großen Player mehr, sondern nur WWE. Mhm. Das muss man auf jeden Fall auch damit einnehmen. So viele Leute, die auf einmal innerhalb verkürzter Zeit bei WWE debütiert sind, auch wenn es natürlich nicht die Top-Talents waren durch die Verträge mit Time Warner. Aber auch dieser Angle, auch wenn der nicht ideal gelöst worden ist mit der WCW und ECW, ich fand das trotzdem damals eine geile Zeit. So. Und dann lass uns doch mal so ein bisschen weiter nach vorne springen. Weil ich habe jetzt so 2006, 2007, ich habe da gar nicht mehr so mega viele Geschichten. Was habt ihr denn noch da auf Lager? Ich habe das nächste 2009 erstmal. Also ich habe 2008 noch was. Was hast du denn 2008? 2008, und zwar, das ist zwar vielleicht kein Schocker, aber etwas halt sehr viele Leute berührt hat wahrscheinlich. Mich im Nachhinein fand ich das auch sehr traurig eigentlich fast schon. Das war das Abschiedsmatch zwischen Shawn Michaels und Ric Flair. Oh ja. Diesen Spruch, sorry, I love you. Und dann Sweet Chin Music und dann ab aus dem Ring und sozusagen Ric Flair den Ring überlassen und den ganzen Leuten. Das ist Gänsehaut pur. Das ist halt, weil Ric Flair ist der, also wir vergessen jetzt einfach mal, dass er noch bei TNA gerestelt hat, aber Ric Flair ist halt eine der schillerndsten Persönlichkeiten des kompletten Businesses gewesen. Der ist ja, war der noch in den 70ern schon aktiv? Ja, klar. Von den 70ern an bis in die späten 2000er, also Respekt, also ich kann ihn nicht leiden, ich kann ihn absolut nicht leiden. Ich auch, ich hasse ihn so sehr, aber aber das, was er getan hat, muss man einfach respektieren. Ich finde ihn ja fantastisch. Auch glaub, da bin ich, gibt doch jetzt auf dem Network eine neue Road Story Show irgendwie. dieses echt, da ist auch eine Flair-Geschichte dabei, wo er dann irgendwie erzählt, wie er in einem Learjet mit x gut gebauten Stewardessen unterwegs war.
und die dann alle ihn in der Robe, seiner Ric Flair Robe sehen wollten. Und ach, guckt euch an, ich fand's sehr lustig. Der Stoff aus den Pornos gemacht sind. Halt. Ja, genau. Tatsächlich ist es ja darin resultiert, ne? Ja, ja, eben. Ja, 2009, Kai, ja. Damit du auch mal was hier zu Wort kommst. Oh, jetzt bin ich dran. Und zwar, weil keine Ahnung, ob das für euch auch so ein Schocker war, aber ich fand das krass, denn es war ein riesiger Star, der gegangen ist. Und zwar das letzte Match von Jeff Hardy. Jeff Hardy gegen CM Punk. Jeff Hardy verliert, verlässt die WWE und halt alles, was noch dahinter steckt. Dann die ganze Geschichte mit den Drogen, dass irgendwie Drogen bei dem gefunden wurden. Das war, hatte ja nicht so viel Mainstream-Aufmerksamkeit, aber trotzdem war es da schon in den Nachrichten, weil da war ja diese Gerichtsverhandlung, die sich, glaube ich, über 2-3 Jahre gezogen hat. Und dann noch dieser Rosenkrieg, sage ich jetzt mal, zwischen Jeff Hardy und CM Punk da ein bisschen, wo es dann mal irgendwann dieses Video gab, wo Jeff Hardy in so einem Diner stand und nicht ganz bei sich war. Also Jeff Hardy war häufiger nicht bei sich. Aber der dann irgendwie meinte, der hat CM Punk zu einem fucking Star gemacht und ohne den wäre der ja nichts. Also, weil der war ja schon ein krasser Charakter, Jeff Hardy 2009. Das war, ja, ja, das stimmt schon. Das war halt so seine Zeit und dann, dass er halt weg war und die Wellness-Policy 17 Mal gebrochen hat, schwierig. Ja, da muss man sich ja dann nur diesen einen legendären Kampf in Anführungsstrichen mit Sting anschauen, wo er da komplett zugedröhnt zum Ring gekommen ist. Ja, bei Bound for Glory. Ja, genau. Alter Schwede, ey. Also das kann man auch noch unter die Kategorie Schocker, auch wenn es jetzt nicht Mainstream-mäßig Wellen geschlagen hat, aber ja, zumindest Wrestling-intern, glaube ich, kann man das durchaus auch als Schocker mit aufnehmen. Das ist wahr. Was haben wir denn noch? Ich habe jetzt hier noch so zwei, die sind eigentlich schon wieder in der näheren Zukunft. Also ich habe jetzt noch 2011 was. Ja, ja gut, 2011 habe ich auch noch was, ja. Ja, dann das noch ist, du mal das so ist Kai, nee, 2011 ist deins. Ja. Es ist mein Territory und zwar, ich sag das, was du sagen wolltest, danach. Denn erstmal 2011 das Edge-Retirement, was auch, finde ich, ziemlich aus dem Nichts kam. Ja, und auch sehr traurig war. Hat. Auch und geil auch, präsentiert worden ist ja, damals. Ja, dieses Tribute-Video mit Three Doors Down, When You're Young. Alter, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, ne? Da kommen schon ein paar Emotionen mit. Das war so unglaublich, weil Edge war, ihr habt ihn geliebt, ne? Gerade jetzt so in der Zeit, das war die Zeit, wo du Raw relativ schlecht gucken konntest, aber immer SmackDown auf DSF oder dann später auch Sport 1. Und Edge war einfach so Edge, Undertaker, Rey Mysterio, das waren die Leute, die immer da waren. Die hast du halt immer gesehen. Und als der dann weg war, es war schon, da musstest du erstmal schlucken, weil du auch wirklich nicht damit gerechnet hast. Weil das war ja, glaube ich, kurz nach WrestleMania und hat ja erst dann noch seinen Titel verteidigt gegen Del Rio, soweit ich weiß. Genau, einen schlechten dann, Kampf. Ja, gut, ich mag Del Rio nicht. Lag nur an Del Rio, nicht an Edge. Und dann kam auf einmal, dass er aufhört. Ja. Und du hast einfach sofort gesehen in der Halle, Schock, Stille. Ja. Alle so, bitte was? Das fand ist ich ähnlich wie bei Daniel Bryan. Also auch als dann wirklich hieß so heute Breaking News, Daniel Bryan verkündet seinen Abschied. Man hat ja da auch schon so ein bisschen befürchtet, aber man hat ja auch immer sich noch dran geklammert, dass es halt noch weitergehen würde. Ne? Und ja, bei Edge war es halt noch viel unmittelbarer. Das war ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, ne? In einer Woche hat er noch gekämpft und ein paar Tage später hieß es so, jetzt übrigens nicht mehr. Ne? Und das war echt bitter. Und die andere Geschichte von 2011 hat auch mit einem Herrn CM Punk zu tun, denke ich mal. Ja, das jetzt kommt. Ich mache jetzt am besten einmal einen ganzen CM Punk-Blog, also weil ich habe nämlich 4 Daten, die sind jetzt. Also da ist noch was in 13 und 14, deswegen machen wir aber einmal alles kurz weg. Natürlich für mich das allerbeste Match, also so generell die beste Story meiner Meinung nach in der gesamten WWE-Geschichte, für mich persönlich natürlich. Punk gegen John Cena, dieses unglaubliche Match bei. Und die Vorgeschichte musste ja erstmal, die Pipebomb-Promo ist ja noch viel wichtiger. Also, ach, generell, was da alles mit drin steckt, also hier. Okay, wir fangen an, die Pipebomb-Promo von CM Punk. CM Punk kommt raus, setzt sich im Schneidersitz, legendär dieses Bild, auf die Entrance-Ramp und hält seine Pipebomb-Promo, was auch wieder so ein Moment war, wo du nicht weißt, was ist jetzt echt? Ist das ein Workshot? Ist das keiner? Also wieder, wo halt richtig schön Realität und Storyline vermischt wurden. Du wusstest nicht, okay, was ist da jetzt gerade los? Ist es echt? Ist es nicht echt? CM Punk haut unglaubliche Sachen raus. So nach dem Motto, Vince McMahon könnte viel besser sein, hat aber nur so Ass-Kisse um sich herum. Aber wird sowieso irgendwann von seiner dummen Tochter und von seinem Son-in-Law CM Punks bestem Freund Triple H übernommen werden, was dann auch schrecklich wird, wie er gesagt hat. Und vielleicht wäre die Company besser dran, wenn Vince McMahon endlich tot wäre. Ja, also das waren schon Sachen, die da gedroppt wurden. Dann noch einmal Fourth Wall gebrochen, redet in die Kamera, grüßt Colt Cabana. Also so, diese Promo,
wie einfach, glaube ich, wie lange, die war ja nicht mal lang, 3, 4 Minuten, 5, ich weiß gerade gar nicht. Ich habe auch keine Zeit. Ja. Also so lange ist die, glaube ich, gar nicht. Ich muss aber jetzt was beichten, ich habe sie bis heute nicht gesehen. Oh, muss ich angucken. Ja. Und die hat, also die, wie viel Tragweite die einfach hatte. Und dann natürlich diese ganze Fehde zwischen CM Punk, Vince McMahon, wo einfach noch Vince McMahon richtig schön Son of a Bitch sagt, was auch krass war für die Zeit, fand ich. Ja. Und dann natürlich das Match der Matches, CM Punk gegen John Cena in fucking Chicago. Die beste Crowd, meiner Meinung nach. John Cena wird komplett ausgebuht, also komplett, du, nix ist da. Ich glaube, du hast einfach John Cena-Fan in der Crowd. Dieser Typ mit dem weißen Sakko und dem roten John Cena-T-Shirt. Dann CM Punk kommt rein noch zu Killswitch Engage, wie auch immer man die ausspricht, The Fire Burns. Und die komplette Arena explodiert einfach. CM Punk Sprechchöre bis zum geht nicht mehr. Und das Match 20 Minuten lang pure Action. Dann noch dieses, auch so eine Art Screwjob soll lang kommen, ne? John Cena hat Punk im STF. Vince kommt rein mit John Laurinaitis, schickt ihn zur Ringglocke, dass halt die Glocke geläutet werden soll. John Cena sagt, nee, ist nicht, geht wieder in den, also schlägt Laurinaitis weg und sagt, John Cena ist halt, nee, hier, das ist mein Match, ich mach das alleine. Geht wieder in den Ring. Punk nimmt ihn hoch, die Crowd rastet komplett aus. GTS, Referee counted, 1, 2, 3. Alle rasten noch viel, viel mehr aus. Punk kriegt den Gürtel. Vince McMahon steht da. Genau. Sein Contract läuft halt aus in der Nacht. Vince McMahon steht da, komplett geschockt, super gut gespielt. Punk sitzt auf dieser Barrikade in den Fans, blowt noch so einen Kiss in die Richtung von Vince McMahon. Kiss goodbye, genau. Genau. Contract läuft aus. Dann dieses legendäre Bild. Punk ist zu Hause. Der Titel ist in seinem Kühlschrank drin. Also, es war einfach, das ist für mich wirklich, besser geht's nicht. Besser geht's einfach nicht. Da muss man aber auch leider sagen, dass es dann aber auch relativ schnell sich so ein bisschen verloren hat, diese ganze Geschichte, finde ich. Also, das hätte man auch noch länger ziehen können, das stimmt, und cleverer aufbauen können. Andererseits muss man halt heutzutage auch sagen, ne, WWE ist nun mal eine Company und die muss auch irgendwie ihr Programm machen, aber es kam ja dann relativ schnell auch dann zum Rückmatch zwischen CM Punk und John Cena und es ging alles ein bisschen zu flott und ich glaube, hätte man da ein bisschen mehr Geduld gehabt und so, da hätte man das noch viel dicker aufziehen können und dass man dann hinterher auch noch sowas hat wie CM Punk gegen Kevin Nash und solchen Kram. Ja, das kannst du komplett vergessen, außer dieses OMG Kevin Nash. LOL, thought he was dead. Oder ja, was, genau. Richtig geil. Ich wollte jetzt nochmal kurz bei Punk bleiben, gehe deswegen zum Royal Rumble 2013. Ja, der Ursprung meiner vielen, vielen, vielen Ich hasse The Rock-Äußerung. Und ich habe letztens extra bei Facebook, da war nämlich ein Video von The Rock, wieder auch irgendwie so ein Wish erfüllt. Und das hat einfach perfekt gepasst. Da stand nämlich, Dwayne seems like a nice guy, but I still hate The Rock because he beats CM Punk with an elbow drop. Und ich finde, das fasst es perfekt zusammen. Also, ich mag Dwayne, er scheint wirklich ein sehr, sehr netter Typ zu sein, aber ich hasse einfach The Rock, weil er CM Punk mit dem Elbow Drop besiegt hat. Und also wirklich, besser kann man es einfach nicht sagen. Meiner Meinung nach das Ende, ein sehr, sehr schlechtes Ende für einen unglaublich schönen Title Run. Klar, so jetzt, ob der jetzt so gut war, kann man jetzt mal dahingestellt lassen, aber er spricht auch halt ein bisschen der Fanboy natürlich aus mir. Und ich fand das so schrecklich, dass einfach dann das weggeworfen wurde für so eine dumme, dumme Scheiße wie John Cena gegen The Rock. Einfach nochmal, fand ich mega kacke. Ja, ja, das kann man so stehen lassen. Jetzt, um den CM Punk-Block abzuschließen, komme ich nach dem Royal Rumble. CM Punk geht von der WWE. Ja, eben so komplett drop the mic. Die Sache war, ich kann mich da noch perfekt dran erinnern, 2014 war das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe. Und ich saß in der Schule Freistunde, schön hier Handy, ne, Aldi Talk Flat, super, mit Internet. Das ist so, Alter. Und dann auf einmal kam die Nachricht, auch aus dem Nichts, CM Punk hat die WWE verlassen. Ich sitz in meiner Freistunde, komplett alle Leute mir um mich herum, scheißegal, geht mir nicht um den Sack. Ich bin an meinem Handy, gehe auf alle Seiten, it's still real to us, the 434, PW Insider. Ich so, nein, 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 das kann ich, nein, 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 das stimmt nicht, das kann nicht wahr sein. Ich so, CM Punk weg, hier, ist gegangen. Und ich habe das nicht realisiert, ne? Also ich wollte das nicht wahrhaben. Ich konnte nicht glauben, dass CM Punk einfach weg war. So, ich dachte, das kann nicht, nein, so CM Punk war für mich immer. Das hat sich aber doch angedeutet. Ja, aber
das ist ja eine Sache. Tut mir leid, dass ich da deine Illusion zerstören ja, muss. Aber klar. Aber ist ja nochmal eine Sache, wenn du es einfach nicht wahrhaben willst, weißt du? Ja. Das ist so nachher so, du weißt, dass es kommt, aber du willst es halt einfach nicht glauben, weil du dir denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht sein, dass der weg ist. Ich meine, warum? Warum macht er das? Der Typ ist unglaublich. So jetzt mach doch keine Scheiße. Also ich war da, ich glaube, das ist das, was mich am meisten geschockt hat, wo ich da wirklich mitbekommen habe, okay, CM Punk ist jetzt wirklich weg. Ich habe auch immer noch so danach gedacht, so die nächsten 3 Monate, ja der gut, kommt vielleicht kommt er wieder. Oh. Und dann immer mehr und dann... Der ist so Zigaretten holen, halt der so. Kommt wieder. Ja. Was ich noch viel schlimmer finde an der ganzen Geschichte, ist ja, wie er gekündigt wurde. Das fand ich schlimm. Das meinst du also am Hochzeitstag? Ah ja, mit ja. Express. Der ganze Rosenkrieg. Ja. Ach, und dann auch mit reinnehmen kann man ja auch diesen CM Punk Cold Cabana Podcast, der auch der krass super. War, fand den ich. Sollte man sich auch unbedingt anhören, wenn man das ja. noch nicht getan hat. Also der das sollte wirklich. Man unbedingt machen. Aber lass mich jetzt CM Punk Podcast abschließen, weil Herr Punk... Deswegen. Das war ja auch jetzt so 2 Jahre. Zu dem. Ja. Fandet ihr das Debüt vom Shield so als Schocker? Also weil jetzt retrospektiv, muss man sagen, das war krass. Aber in dem Moment hat man das doch nicht so als krass empfunden, oder? Nee, ich fand das, zum Beispiel. Das war halt da würde ich das Debüt von The Nexus zum Beispiel als größeren Schocker achten. Ja, schon, oder? Also weil das war halt einfach so, okay, 3 Leute greifen ein, es sind 3 neue, huh. So, aber, ja. Aber das Debüt an sich fand ich relativ... normal, so. Also das ist jetzt halt was Neues, ne? Ja, aber es war jetzt auch nicht so Neues. Also es war jetzt okay, aber wie gesagt, da hatte ich, finde ich, hatte das Debüt von The Nexus hatte mehr Impact. Was natürlich danach aus The Nexus geworden ist, ist Schrott und bei The Shield war es halt Gold, aber so an sich die Debüts, da würde ich The Nexus weiter vorne sehen. Sollen wir dann zu den letzten, doch zu den großen WrestleMania-Schockern der letzten Jahre springen? Also ich denke mal 2014 war so generell, da waren 2 ganz geile Sachen, oder? Ich übernehme das, was nicht so krass war, und Olaf, du benimmst das Krassere, okay? Okay, sag mir, was nicht so krass war. Der Schocker oder der bewegende Moment war natürlich diese Cinderella-Story von Daniel Bryan, der halt erst Triple H besiegt und dann danach in der gleichen Nacht noch im Triple Threat Match gegen Randy Orton und Batista dann den Titel, also den Unified-Titel holt. Der Batista tappen lässt, was auch krass war, also was sehr, sehr krass war, weil er hat nicht einfach nur gepinnt, sondern genau, wo dann Blutista zum Aufgeben gebracht wurde, auch richtig schön nochmal Daniel Bryan overgebracht und so in sich perfekt, Konfetti-Regen, die Crowd, alle am Yes chanten, CM Punk feiert nochmal mit Connor. Fand ich sehr, sehr schön. Das war ein super geiles Ende für eine Jubiläums-WrestleMania, muss man einfach sagen. Das war wirklich so eine. Also WrestleMania 30 ist auch für mich die. WrestleMania, die wirklich jetzt aus der aktuellen Zeitrechnung, also sprich letzte 5, 7, 8 Jahre, die wirklich so besonders ist. Da ist vieles passiert, was halt speziell ist und was emotional war. Und da gehört Daniel Bryan dazu. Und auf der anderen Seite gehört natürlich auch das Ende der Streak dazu. Ja. Also Brock Lesnar gegen den Undertaker, da hat ja auch eigentlich niemand mit gerechnet. Diese Fehde war kaum aufgebaut, außer mal ganz kurz bei Raw irgendwie so ein bisschen. Aber ansonsten kaum was gesehen und dann schlägt Brock Lesnar den Undertaker und beendet damit die 22-0? 21-0? 21. Ja, die Serie vom Undertaker und damit ein Stück Wrestling-Geschichte und vor allem WrestleMania-Geschichte. Und die Reaktion in der Halle damals war ja auch eindeutig. Da gibt es ja auch die legendären Bilder davon. Dieser schwarze Typ da. Dieser genau. Typ, ey. Der ist ja dann sogar eingeladen worden von der WWE mal. Der hat mal ein Gespräch oder so ein Video-Package mal gemacht mit Triple H zusammen. Ja, ich glaube, der ist mittlerweile auch ganz gut bekannt, aber wie gesagt, die Streak, man kann sich drüber streiten, ich glaube, da können wir fast einen eigenen Podcast drüber machen, ob das eine gute Idee oder eine schlechte Idee war, aber es war auf jeden Fall ein Moment, den man da geschaffen hat. Ich sag nur so, dass ich den Moment nicht so ganz auskosten konnte, weil ich von der Bild-Zeitung gespoilert wurde. Ja, du hast echt ein Problem mit dem Spoilern, gell? Zum einen, weil ich einfach dich kenne. Hey, hallo, ich hab nur ein einziges Mal gespoilert und es war morgens um 5:30. Und es war halt einfach notwendig, weil ich meinen fucking Notebook durch die Gegend geworfen habe. Spoiler in the Bank. Ja. Genau. Ja, nee, aber also tatsächlich, ich kann mich zum Beispiel auch noch genau dran erinnern, wo ich das gesehen habe. Nämlich nicht zu Hause, sondern ich war da irgendwie auf dem Weg nach Hamburg und habe mir über merkwürdige Wege WrestleMania auf den Laptop gezogen und bin zwischendurch weil es war irgendwie 4 Uhr morgens, weißt du, wenn man irgendwie einen Termin um 10 in Hamburg hat, dann muss man ja mega früh mit der Bahn losfahren, weil es war eine fucking Bahnfahrt.
Und ich bin dann zwischendurch eingeschlafen und ich bin auch bei diesem Kampf eingeschlafen, wach halt auf und höre halt so 1, 2, 3 und dann diese Stille und dann die Musik von Brock Lesnar. Ich so, was? Mach halt die Augen auf und spule halt dann zurück. Und so, was ist denn da passiert? So, also, wie gesagt, es ist ein merkwürdiger Moment, aber es ist halt ein Moment. Ne? Und das hat übrigens auch, ich habe diese Woche mal gefragt, was denn die größten Schocker der für unsere lieben Twitter-Follower sind. Und da hat der Muggelige das nämlich auch angesetzt, ne? Also das Streak-Ende. Also ich glaube, das ist halt ein Moment, wenn man den, egal ob man den live erlebt hat oder zumindest ungespoilert, dann ist das halt auf jeden Fall was, was man nicht vergessen würde. Das hat WWE in dem Moment auf jeden Fall geschafft und dann würde ich ein Jahr weitergehen. Ich finde es noch ganz krass, so ein Streak-Brechen von Lesnar ist halt so scheiße gewesen im Endeffekt, weil jetzt haben sie sich einen Charakter erschaffen. Abwarten. Ich kann ihn einfach nicht leiden, Lesnar. Ich kann ihn absolut nicht leiden. Ich kenne du erwähntest sowas. Bitte? Du erwähntest mal sowas. Ja, also ich hasse ihn nicht wie The Rock. Also Kyan The Rock ist ja, weißt du, aber ich kann ihn einfach nicht leiden und ich respektiere halt auch seine MMA-Kämpfe, von dem her ist da noch was anderes dabei. Aber nee, komm, ganz ehrlich, hätten sie es belassen und dann Cena ihn besiegen lassen, fertig, Punkt. Olaf, für dich was? Als Indie-Fan, Schock 2015, nicht WrestleMania, sondern vorher, Kevin Owens gegen John Cena, Kevin Owens gewinnt. Clean. Ja, das war zumindest eine Überraschung, sage ich mal so. Das habe ich auch nicht erwartet. Aber ich war nie ein riesen Kevin Owens-Fan, muss ich dazu sagen. Bin ich bis heute nicht. Ich fand Kevin Owens manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ich kann zwar sein Talent und sein Charisma gerade absolut nachvollziehen, aber gerade bei Indie-Shows ist er manchmal auch ein bisschen anstrengend gewesen. Aber nee, das war... Wie anstrengend? Ja, ich finde, dass er halt so extrem... Er spielt halt ein bisschen zu sehr mit diesen Smart-Mark-Gimmicks. Das machen ja viele, das macht zum Beispiel die Young Bucks ja auch, die dann extrem mit diesem Internet-Community-Gedönse spielen und da extrem drauf eingehen. Und ja, das finde ich hin und wieder ganz lustig. Bei Kevin Owens fand ich es zuweilen ein bisschen anstrengend, muss man sozusagen. Ich hätte jetzt aber eher den Rollins-Cash-In bei WrestleMania. Ja, ich hätte Angst noch genommen, weil das vorher war, deswegen. Weil das war ja bei Elimination Chamber. Stimmt, aber Rollins Cash-In passt ja eigentlich auch in die Indie-Schiede rein. Und damals bin ich gespoilert worden übrigens. Oh, also, das ist mies. Weißt du von wem? Von der WXW-App, weil das war, hat die WXW ist auf die kluge Idee gekommen, obwohl Rollins nur irgendwie 4-mal bei denen aufgetreten ist. Gratulation an ehemaligen WXW hier Fly-In Seth Rollins dafür, dass er WWE-Champion ist und du, ich guck doch nicht mal auf Facebook, sondern sonst immer so, ich krieg eine Push-Nachricht über die App oder sonst irgendwas. Gott, und so. Nein. Und das war, haben sich die WXW auch keine Freunde gemacht zu dem Zeitpunkt. Nee, das war zwar auch ein Schockmoment, ich fand ihn jetzt auch cool, aber ich hab ihn halt nicht so erleben dürfen. Also das war halt mein Problem. Wie war das denn bei euch? Wer zuerst? Flo, willst du zuerst? Oder? Ja, Frodo will zuerst. Frodo? Ich bin Frodo. Tatsächlich fand ich es okay. Ich bin halt kein so. Also, man muss ja sagen, dass halt die Geschichte dahin gegangen ist, dass ja Rollins ja schon mit J&J Security da verbandelt war. Er wäre ein Authority-Figure und Ambrose war ja noch mit Reigns verbandelt und Reigns war halt dann so der Typ, der so der Cena 2.0, den noch weniger Leute leiden können. Und ich habe nie so wirklich die Faszination von Rollins verstanden, bis vor ein paar Monaten. Und ja, ich fand es halt eigentlich ganz cool, dass er eingecasht hat, weil er eigentlich den technisch wesentlich bessere Charakter ist und einfach auch der interessantere Charakter darstellt. Von dem her fand ich es ganz nett. Ja. Mehr nicht. Aber erneut, also man merkt halt schon, dass so die Schockerrate im Vergleich zu 90ern und so deutlich zurückgegangen ist, wenn man so in die letzten 10, 15 Jahre schaut. Also es ist schon ein ganz Stückchen weniger. Ja gut, aber dann warst du halt, du musst halt gucken, ich finde so ein Ende der Streak ist halt irgendwie gleich 10 Schockern aus, keine Ahnung, wann. Ah, ich würde das Ende der Streak mal mit der Gründung der NWO gleichsetzen, so vom Bauchgefühl her. Aber das ist halt auch, ja, hallo. Ja. Aber das ist ja auch, grundsätzlich sind so Schocker-Geschichten ja auch immer sehr subjektiv. Und deswegen frage ich mal, ist der Kampf Goldberg gegen Lesnar, war das für euch ein Schocker? Oder war das einfach nur eine Überraschung? Also habt ihr da weinend danach auf den Boden gelegen und habt euch in die Viertelstellung gerollt? Ich dachte mir nur so, was war das jetzt? So, okay, genau. Was macht ihr daraus? Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt offen für alles, aber zeig mal, was du kannst. Ja.
Ja gut, ich habe ja schon im Podcast dazu gesagt, dass ich halt einfach keine Verbandlung zu den beiden Charakteren von früher hatte, außer dass ich Lesnar nicht leiden kann. Du erwähntest sowas. Schon wieder. Also für mich, ich fand es eigentlich nur sehr überraschend, also schockierend nicht, aber ich verstehe halt auch die Reichweite oder die Tragweite von dem Ganzen. Wenn ich so rückblickend oder beziehungsweise mit Hinblick auf das gesamte Universum und die Geschichte der WWE, WCW, WWE, weiß ich noch was, fand ich das schon sehr interessant, weil sie haben halt den Streakbreaker breaken lassen. Ja. Das stimmt. Nochmal eine Überraschung und ein Schocker auf jeden Fall. Überraschung, Shane McMahon Comeback. Das war schon nicht schnell. Oh ja, also komm, jetzt mal. Ziemlich geil. Ja, das kann man Crowd machen. Komplett ausgerastet. Das war schon sehr, sehr geil. Also habe ich mir auch mindestens schon 10-mal angeguckt, bestimmt. Ich auch. Da war es halt cool, dass das nicht angekündigt war. Ja. Wie gesagt, zum Goldberg-Comeback zum Beispiel. So, jetzt aber, pass auf. Das, was mich eigentlich gar nicht so betroffen hat, was ich jetzt aber im Nachhinein sehr, sehr geil finde. Absolut geiler Kameramann, wirklich super. Also eher gesagt, geiler Produktionstyp. AJ Styles in der WWE. Also ja. Den Moment, wie oft ich mir den angeguckt habe, jetzt mal ganz ehrlich. Wie das schön war, Roman Reigns aussieht, ne? Ja, wie gut das einfach war. Du wusstest, damit hat keiner gerechnet. Also jetzt mal ernsthaft, komm. Es gab immer die Gerüchte, AJ Styles kommt. Ich finde so, nee, also für mich fällt das nicht in die Kategorie von den Sachen, die wir bis jetzt genannt haben. Nein! Es ist ein persönlicher Schock für den Kleinen. Sagst du ja okay, aber zu AJ Styles nicht? Ja. Weil Shane McMahon für mich ein größerer Charakter ist, als das ein AJ Styles ist. Und Shane McMahon verkauft von vornherein verkauft der Tickets, wenn der auf der Card steht, ein AJ Styles, zumindest zum Debüt oder auch die Wochen, Monate danach nicht. Ja, cool, wie viel Merchandise der verkauft hat. Du musst auch 0,0 Sekunden ausverkauft. Du musst es so sehen, dass Shane O'Mac halt eine Historie mit der WWE hat und er halt jetzt dadurch, dass er halt gerade der Sohn von Vince ist, dass er halt auch in einer Position arbeiten kann oder agieren kann, die halt AJ Styles niemals erreichen wird. Ja, gut, klar, das ist normal. Ich glaube halt, wir müssen jetzt hier, bevor wir jetzt irgendwie noch jeder sein persönliches Lieblingsdebüt und so aufzählen. Das war sogar mein letzter jetzt. Also das war sogar mein letzter, hervorragend. Ich glaube halt auch, dass das Ding, Schocker muss halt immer da so ein bisschen differenzieren, ob es halt eben für sich persönlich einfach nur so ein geiler Moment war. Das habe ich gerade mit Flo auch schon so ein bisschen im Vorbereitungsgespräch gesagt, ob das so ein Markout-Moment war. Und da würde ich zum Beispiel AJ Styles durchaus mit reinnehmen. Also das war schon ein cooler Moment, weil da, wie du gesagt hast, da man hat zwar Gerüchten hören, aber man wusste ja nicht genau, ob es wirklich passieren würde. Aber ob jetzt das Debüt von AJ Styles zum Beispiel die Wrestling-Geschichte langfristig in eine andere Richtung gelenkt hätte, wie zum Beispiel, wie gesagt, Gründung der NWO oder Foley, Hell in a Cell oder Übernahme von der WCW, ECW durch WWE. Ja, das gut, sehe ich klar, halt nicht ist, so. Ja, gut. Ja, also das sollte halt schon eine Wertigkeit dahinter sein, so wollte ich das haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja immer, ne, Wrestling basiert auf Emotionen und solche Momente, wenn man dann da vom Fernseher sitzt und sagt, ja, yeah, geil, AJ Styles ist hier, ist doch super. Also, aber im Endeffekt, alle Sachen, die wir jetzt genannt haben, sind doch genau die Sachen, die es halt rechtfertigen, dass du dir mal einen Scheiß-Run guckst, was 3 Stunden geht oder sowas. Also so, halt für diese Momente, die wir jetzt genannt haben, dafür lohnt es sich doch einfach, oder? Genau das. Also das sind halt wirklich die Momente, die es besonders machen und dann die einen dann über die nächsten 10 langweiligen Raw-Ausgaben oder den nächsten beschissenen Pay-Per-View hinwegtrösten, weißt du, wenn dann nichts passiert oder wenn halt nur normale Kämpfe stattfinden. Über die Roadblocks und Paybacks und Capital Punishments. Ehrlich, liebe Freunde, wir lieben doch Wrestling. Das auch. Wenn das kein schönes Schlusswort ist vom Flo. Wunderbärchen. Ja, Wunderbärchen. Da würde ich mich sagen, bedanke ich mich bei euch für ganz viele Schockmomente und Oh my God und Markout-Momente hier in dieser lustigen Runde. Und an unsere lieben Hörer da draußen, wir hören uns dann schon nächste Woche wieder. Dann geht's um den Undertaker. Da hauen wir dann den ersten Undertaker-Podcast raus. Ich denke mal, das passt gerade ganz gut. Man weiß ja auch nicht genau, wie es mit ihm weitergeht. Kommt das zurück? Bleibt er da? Trifft er vielleicht sogar auf AJ Styles beim Rumble? Macht er einen Spin-Rooney? Wir wissen es nicht. Oder was auch immer. Oder tanzt er mit Hogan im Club der Hüft-OPler? Man weiß es nicht. Der wird, glaube ich, zum Funkadactylus. Und, ja. sie essen eine Runde Hulk Pastamania. Auch das. Ja, aber bis dahin, nächste Woche dann der Undertaker im Fokus. Ah. Im ersten kleinen Porträt. Undertaker-Karriere ist so lang und ausgiebig, da kann man, glaube ich, mehr als einen drüber machen. Deswegen starten wir nächste Woche mit dem ersten. Und ja, bis dahin, gehabt euch wohl und macht's gut. Bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss. Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.